Willkommen zur Semesterfrage. Zunächst begrüßt uns Rektor Heinz Engel, gefolgt dann von einer Keynote von Katrin Böning-Gese. In der darauffolgenden Diskussion werden wir auch dann Ihre Fragen aufnehmen und auch Ihre Anmerkungen diskutieren. Wenn Sie twittern möchten, der Hashtag lautet Semesterfrage und schauen Sie bitte, ob Ihr Handy auf lautlos geschaltet ist. Vielen Dank. Rektor Engel, bitte. Herzlich willkommen. Ich habe schon mal den Weg hier heraufgefunden durch diese ungewöhnliche Dekoration. Semesterfrage, wie schützen wir die Artenvielfalt? Die Semesterfrage gibt es inzwischen zum, glaube ich, 8. Mal. Jedes Semester stellen wir als Universität eine Frage zu einem Thema, das die Gesellschaft bewegt. Unsere Forscher und Forscherinnen liefern zur Semesterfrage vielfältige Blickwinkel und Lösungsvorschläge aus ihrem jeweiligen Fachbereich, wobei in Vorbereitung dieser Podiumsdiskussion, die sozusagen die Kulmination dieses Themas ist, auf unserer Website, auf den Social Media Kanälen und insbesondere in unserem Partnermedium der Tageszeitung Der Standard im Rahmen einer Medienkooperation Online-Beiträge publiziert werden und auch zur Diskussion gestellt werden. Mit der heutigen Veranstaltung findet diese Semesterfrage sozusagen ihren Höhepunkt und Abschluss. Ich möchte jetzt entgegen meiner Regie die einzelnen Diskutanten nicht einzeln vorstellen, weil das Herr Kotinek dann ohnehin macht. Ich möchte zunächst Herrn Kotinek herzlich danken, dass er wieder die Moderation dieser Semesterfrage vornimmt und nur die beiden externen, nicht von der Universität Wien kommenden Gäste extra begrüßen. Auch das ist nicht vorgesehen. Ja, doch, Frau Katrin Böning-Gense, Direktorin des Senckenberg-Zentrums für Biodiversität und Klimaforschung in Frankfurt, ein Institut der Leibniz-Gesellschaft. Die restliche Vorstellung wird Herr Kotinek dann übernehmen. Vielleicht nur einen kurzen Rückblick auf 3 der 8 Semesterfragen, die wir in der letzten Zeit hier in dieser Weise durchgeführt haben. Im März 2016 begannen wir mit dem Thema, das natürlich auch jetzt noch genauso aktuell ist, wie leben wir in der digitalen Zukunft? Keynote war damals Wolfgang Walster, Leiter des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz. Dann Gesundheit aus dem Labor, was ist möglich? Diskutant war Andreas Barner, damals Chef von Böhringer Ingelheim. Und vor kurzem, wie werden wir morgen arbeiten? Mit einer Keynote von Johannes Kopf, dem dem Vorstand des österreichischen Arbeitsmarktservices. Klimaforschung hatten wir auch bereits. Natürlich gibt es offensichtliche Zusammenhänge, offensichtliche und vielleicht auch weniger offensichtliche zwischen Artenvielfalt und Klimaschutz in beiden Richtungen. Zum Thema Artenschutz aus Sicht der Uni Wien. Es ist natürlich biologische Vielfalt eine Grundlage für unser Wohlergehen. Nahrungsmittelproduktion, der Schutz vor Naturgefahren und vieles mehr hängen von stabilen, artenreichen Lebensgemeinschaften ab, wie wir heute sicher von den Experten und Expertinnen genauer erfahren werden. Intakte Lebensräume schrumpfen rasant. Etwa jede vierte Tier- und Pflanzenart ist vom Aussterben bedroht. In Österreich steht knapp ein Drittel aller bekannten Arbeiten auf der roten Liste, die uns genauer erläutert werden wird, sind also gefährdet, sehen einer ungewissen Zukunft entgegen, falls nicht gegengesteuert wird. Wie sehr Artenvielfalt in kürzester Zeit ganz massiv bedroht sein kann, sehen wir derzeit in Australien. Innerhalb weniger Wochen ist dort eine Fläche von rund 8 Millionen Hektar verbrannt, mit ihr etwa 1 Milliarde Tiere betroffen, insbesondere Koalabären, aber auch viele andere. Ein Ende der Brandkatastrophe ist noch nicht in Sicht, trotz der jetzigen Regenfälle. Australien hat noch die Hälfte der Brandsaison, die an sich es immer gibt, aber die heuer wesentlich massiver als sonst ist, vor sich. Wie wir dem steigenden Artenverlust entgegenwirken können, national und vor allem auch international, damit beschäftigt sich heute die hochkarätige Expertenrunde. Die Universität Wien beschäftigt sich auf vielerlei Hinsicht mit diesem Thema. In der Biologie, insbesondere in der Zoologie, aber auch in der Pharmazie, Mikrobiologie, den Ernährungswissenschaften und auch, wie Sie heute sehen werden, in den Politikwissenschaften, der Philosophie und den Rechtswissenschaften, um nur einige der Fächer zu nennen. Und gerade bei einem derartig breiten Thema wirkt es sich besonders gut aus, dass die Universität Wien fachlich so breit aufgestellt wird und daher ein so wichtiges Thema aus vielen Seiten beleuchten kann.
Ich möchte den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die heute hier sprechen, auch denen, die sich vorher schon im Standard durch Artikel, aber auch durch Diskussionsbeiträge geäußert haben, herzlich für ihr Engagement danken. Ich möchte mich nochmal bei Herrn Kotinek für die Diskussionsleitung danken und wünsche uns allen eine anregende Diskussion. Einen schönen Abend. Katrin Böning-Geser ist Direktorin des Senckenberg Biodiversitäts- und Forschungszentrums in Frankfurt und Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt ist sie obendrein. Die Biologin hat heute nicht nur alarmierende Zahlen aus ihrer Forschung mitgebracht, sondern Gott sei Dank auch Möglichkeiten, was geschehen sollte. Frau Böning-Geser, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier nach Wien. Ich freue mich, dass hier an der Universität Wien das Thema Artenvielfalt diskutiert wird. Für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das ein Thema, das mindestens gleich wichtig ist wie der Klimawandel. Aber während wir beim Klimawandel schon seit 30 Jahren auch die Unterstützung der Wissenschaft haben, um das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen, ist das Thema Artenvielfalt erst seit kurzem so präsent. Und es ist fantastisch, finde ich, dass die Universität Wien sich dieses Themas annimmt. Ich danke auch für die Einladung und freue mich, dass ich hier das Impulsreferat geben darf. Nun, was ist Biodiversität, biologische Vielfalt überhaupt? Das ist die Vielfalt alles Lebendigen, von der Vielfalt der Arten bis zur Vielfalt der Gene, aber auch die Vielfalt der Landschaften. Nun, wir wissen schon seit vielen Jahren, dass diese biologische Vielfalt stark zurückgeht. Wenn wir hier über die Zeit schauen, wie sich verschiedene Indikatoren für biologische Vielfalt verändert haben, zeigen die im Allgemeinen einen negativen Trend. Wir haben relativ wenig Maße dafür, wie sich sowas global verändert. Wir können da nur relativ ausschnittsweise messen, wie sich biologische Vielfalt verändert hat. Ein Maß ist zum Beispiel der Living Planet Index, wo die Individuenzahl, die Biomasse von großen Säugetieren über die Zeit gemessen wird, stark rückläufig, oder der Status, der Bedrohtheitsstatus von Arten oder die Ausdehnung der Extent von natürlichen Ökosystemen. Nun, besonderen neuen Druck hat letztlich der Weltbiodiversitätsrat mit seinem globalen Assessment der biologischen Vielfalt in das ganze Thema gebracht. Dieser Bericht wurde im Mai letzten Jahres veröffentlicht und zeigt jetzt exemplarisch hier für die Gruppen, für die wir relativ gute Daten haben, wie viele Arten vom Aussterben bedroht sind. In der Summe haben die Expertinnen und Experten festgehalten, dass etwa 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sind, von den etwa 8 Millionen Arten, die man derzeit so grob abschätzt. Die verschiedenen Gruppen oben, die Fische bis unten zu den Palmfarnen, sind in unterschiedlichem Maße bedroht. Am stärksten betroffen, das sind die ganzen roten Flächen, sind zum Beispiel die Palmfarne, wo es auch zum Beispiel ganz stark endemische Vorkommen jetzt in Australien gibt, die durch die Feuer bedroht sind. Von unseren einheimischen Wirbeltieren sind die Amphibien am stärksten bedroht, aber auch Korallen oder Haie und Rochen. Wenn wir jetzt bei uns gucken, in Mitteleuropa, in Deutschland, in Europa allgemein, ist von den Artengruppen, wo wir gute Daten haben, die Vögel, es möglich zu sagen, wie sich die Individuenzahlen, die Biomasse über die Zeit in verschiedenen Lebensräumen geändert hat. Und das ist jetzt der Common Bird Index, wo die Zahl der Vögel in Europa erfasst wird und hier getrennt für verschiedene Lebensräume. Und da sieht man, dass die unterschiedlichen Lebensräume durchaus unterschiedlich stark betroffen sind. Während es im Wald ein bisschen bergab ging und dann relativ stabil blieb, geht die Individuenzahl in der Agrarlandschaft kontinuierlich nach unten, sodass wir jetzt heute noch unter 70% der Individuen haben, mit denen wir vor 25 Jahren angefangen haben. Und der Trend geht weiter bergab. Sind offensichtlich die Vögel der Agrarlandschaft im Gegensatz zu anderen Lebensräumen, die bei uns besonders stark betroffen sind. Nun, was sind die Ursachen dafür? Hier hat man die üblichen Verdächtigen. Und wenn man
nachfragt, denken die meisten an Umweltverschmutzung, an Plastikmüll in den Meeren oder zum Beispiel die großen Ölbohrunglücke. De facto ist aber der wichtigste Faktor für den Rückgang der Artenvielfalt die Landnutzungsänderung. Zum Beispiel unsere intensive Landwirtschaft in Mitteleuropa oder das Abholzen der Wälder. Gefolgt von der Ausbeutung von Arten, zum Beispiel dem Fischfang. Und dann kommt erst mit etwas Abstand der Klimawandel, der derzeit noch kein so dramatischer Faktor ist, der in Zukunft aber stark zunehmen wird. Und dann kommt erst Umweltverschmutzung und die Einwanderung von exotischen Arten. Das ist in der Art auch festgehalten im Bericht des Weltbiodiversitätsrats. Wenn wir auf der rechten Seite gucken, das sind die ganzen negativen Trends in den verschiedenen Komponenten der biologischen Vielfalt. Und hier wurde nun erfasst für terrestrische Systeme, für Süßwasser und für marine Systeme, welche Faktoren den größten Einfluss haben. Und es sind in terrestrischen Systemen und Süßwasser eben ganz klar der Landnutzungswandel. In marinen Systemen ist es die Ausbeutung. Nun, diese direkten Treiber des Biodiversitätsverlusts werden ihrerseits getrieben von sogenannten indirekten Treibern. Und das ist eben die ganze demografische Entwicklung, der Bevölkerungsanstieg auf der Erde, die ökonomische Entwicklung, aber auch Änderungen in Institutionen und Governance. Nun, Beispiele. Wir verlieren immer noch im großen Maßstab Wälder, vor allen Dingen in den Tropen. In der linken Abbildung ist dargestellt, wie das menschliche Bevölkerungswachstum ansteigt, aber auch wie der Verlust an Wäldern sich global weiter fortzieht. Auf der rechten Seite ist nun dargestellt mit den grünen Balken, dass wir in Europa unsere Wälder schon in den 18. Jahrhundert verloren haben und derzeit gewinnen wir eher wieder Wälder, während in vielen tropischen Ländern die großen Abholzungen derzeit laufen. Was sind die Ursachen für den Rückgang der Artenvielfalt bei uns in der Agrarlandschaft? Letztlich sieht man das pointiert hier auf der linken Seite. Während wir vor 100 Jahren noch eine reich strukturierte Agrarlandschaft hatten, mit vielen verschiedenen Fruchtfolgen und Gewässern, die Randstreifen hatten, Einzelbäume, Hecken, verlieren wir eben diesen Strukturreichtum der Landschaft und damit auch all die Tiere und Pflanzen, die mit diesem Strukturreichtum verbunden sind. Aber dazu kommt, dass sich die Kulturen vereinfachen. Wir haben nicht mehr so viele Fruchtfolgen, wir verlieren Wiesen und Weiden, wir haben sehr viel mehr Getreideanbau, Raps oder Mais. Die Nutztierhaltung ändert sich, wir haben kaum noch extensive Weidehaltung, sondern dafür Stallhaltung. Wir haben hohe Effizienz bei der Schädlingsbekämpfung, wir haben hohe Düngeraten, was dazu führt, dass wir Arten, die an magere Standorte angepasst sind, verlieren. Unsere Naturschutzgebiete sind klein und nicht vernetzt und auch zum Teil schlecht gemanagt. Oder wir verlieren Flächen einfach durch die Flächenversiedelung. All diese Faktoren wirken zusammen und werden letztlich von einer immer stärkeren Ökonomisierung der landwirtschaftlichen Nutzung getrieben. Klimawandel ist ein Faktor, das habe ich gesagt. Der führt bei uns dazu, dass sich die Verbreitungsgebiete von Arten nach in den Norden verschieben oder jetzt hier in den Bergen, den Berg hinauf. Wenn wir an die Bestände von Arten schauen, hier zum Beispiel in einer Erfassung von Langzeitbestandsentwicklungen von ganz verschiedenen Artengruppen aus dem terrestrischen Bereich, aus dem Süßwasser und aus den Meeren, haben wir im Wesentlichen einen Austausch von Arten. Wir gewinnen Arten aus den südlichen Ländern und die Abundanzen, die Häufigkeiten nehmen zu und die Arten, die eher an kältere Temperaturen angepasst sind, nehmen ab. Welche Folgen hat es? Nun, schon in dem Millennium Ecosystem Assessment wurde versucht, die großen Folgen des Verlusts der Biodiversität für verschiedene Komponenten zu erfassen. Berücksichtigen müssen wir damit die sogenannten bereitstellenden Ökosystemleistungen. Alles letztlich, was wir nutzen, kommt letztendlich aus der Natur. Die Luft, die wir atmen, das Essen, das wir essen, unsere Kleidung, unsere Baustoffe, letztlich über die Erdgeschichte sogar die Baumaterialien, in denen wir uns hier aufhalten.
Für das Funktionieren der Ökosysteme sind die regulierenden Ökosystemleistungen notwendig. Die Bildung von Boden, die Bestäubung, die Samenausbreitung, die Regeneration von Ökosystemen, der Schutz von Küsten. Und der dritte Faktor, den wir überhaupt nicht vernachlässigen dürfen, sind die kulturellen oder die nicht materiellen Ökosystemleistungen. Wir erholen uns in der Natur, wir lernen aus der Natur. Die Natur ist für uns spiritueller Raum und Ort der Erholung. Hier ein paar Beispiele, wie das ganz konkret aussieht, am Beispiel von meinen Lieblingsorganismen, den Vögeln, denen ja oft nachgesagt wird, sie sind besonders schön, aber vielleicht nicht besonders nützlich. Nun, wir sehen bei den materiellen, den Provisioning-Ökosystems, Leistungen, zum Beispiel hier bei der Schädlingsbekämpfung beim Kaffee, dass Vögel eine wichtige Rolle spielen, dass wir biologische Schädlingskontrolle in Kaffeeplantagen hier am Kilimandscharo haben. Wir haben Kaffeebüsche mit solchen Netzen eingepackt und damit verhindert, dass Vögel und zugegebenermaßen auch Fledermäuse auf die Büsche zugreifen können und haben dann den Schädlingsbefall der Büsche gemessen und die Produktivität des Kaffees, die Zahl, also den Ertrag des Kaffees. Und wir sehen hier immer, da wo wir die Vögel haben, ist der Ertrag des Kaffees höher. Und zwar sowohl in Agraforst als auch in Schatten- und Sonnenkaffeeplantagen. Nun, Vögel sind ganz wichtige Samenausbreiter und in den Tropen sind 90 bis 95% aller Baumarten an die Samenausbreitung durch Wirbeltiere, insbesondere durch Vögel, angewiesen. Was passiert jetzt, wenn wir Klimawandel und Landnutzungswandel, also den Verlust von Wäldern, gleichzeitig haben? Und das hier ist so ein Zoomen ins südliche Afrika, in die Provinz KwaZulu-Natal. Und die kleinen Punkte, die Sie kaum erkennen können, das sind die letzten Reste der Wälder in dieser Provinz. Und da haben wir genauso den Klimawandel wie bei uns. Das heißt, die Baumarten müssen, um mit ihrer bevorzugten Klimanische mitkommen zu können, nach Süden ausweichen können. Wie kommen jetzt die Bäume von einem Waldzipfelchen zum anderen? Nun, die einzige Art und Weise, wie sie das leisten können, ist, sie lassen ihre Samen durch Früchtefresser transportieren. Hier der Nashorn-Trompeterhornvogel, der größte Früchtefresser in Südafrika. Und wir haben dem so einen Sender aufgepackt und geschaut, wie sich die Vögel in dieser auch hier stark fragmentierten Agrarlandschaft bewegen. Und wir sehen, dass die Vögel, die übernachten hier in der Schlucht, hier in Oraibi Gorge, die Datenpunkte, die dicken roten, sind alle Viertelstunde gemessene Positionen des Vogels. Wir sehen, dass ein Vogel hier, einer am Morgen, die Schlucht verlässt und dann hier durch diese Agrarlandschaft fliegt und einen kurzen Zwischenstopp in einem Feigenbaum hier in den Zuckerrohrplantagen macht. Und dann weiterfliegt in ein kleines Wäldchen, das da übergeblieben ist, da sich anderthalb Stunden aufhält und dann wieder zurückdreht in so einen Farmgarten, den die südafrikanischen Farmer hier angelegt haben, bewusst mit Fruchtbäumen und bewusst, um diese Nashornvögel anzulocken, weil die gerne auf der Terrasse sitzen und bei einer Tasse Tee die Vögel im Garten anschauen. Und da sehen wir eben auch diese ganzen nicht materiellen Leistungen, die Freude, die wir Menschen an der Natur haben. Und der Nashornvogel ist dann eben am Nachmittag wieder durch die Agrarlandschaft mit so einzelnen Stepping Stones zurückgeflogen, um dann wieder in seiner Schlucht zu übernachten. Und auf Basis von diesen Daten, auch mit Fütterversuchen und Magen-Darm-Passagezeiten, können wir dann sagen, über welche Distanzen die Samen ausgebreitet werden. Da rechts unten ist der Indische Ozean, die dunkelgrauen Flächen sind die ganzen Waldfragmente. Und wir sehen, dass die Nashornvögel all diese Fragmente miteinander verbinden und es den Bäumen möglich machen, sich an den Klimawandel anzupassen und über Genfluss und Samenregen eben in der Lage sind, dem Klimawandel zumindest ansatzweise zu folgen. Und das ist ja unglaublich wichtig, weil wir können hier gar nicht Einzelverpflanzungen von Bäumen machen. Wir haben 600 Baumarten in der Region. Wenn wir hier nicht die Vögel als Spediteure haben, können sich diese Ökosysteme nicht an den Klimawandel anpassen. Nun, und als immaterielle Ökosystemleistungen, wunderschöne Studien aus Städten,
die zeigen, dass die Zahl der Vögel, die am Nachmittag unterwegs sind, einen signifikanten Einfluss darauf haben, wie wohl sich die Menschen fühlen. Menschen, die in Parks sind, wo es viele Vögel hat am Nachmittag, haben signifikant weniger Depressionen, Ängste und Stress als Menschen, die in einer weniger grünen Stadt leben. Jetzt habe ich die falsche Taste erwischt. Okay. Gut. Bei welchem Bild sind wir denn jetzt? Gut. Was sollen wir tun? Wir wissen genug, dass wir sagen können, wir müssen jetzt handeln. Es ist keine Zeit, um abzuwarten und erstmal zu gucken, ob sich die Bestände wirklich so negativ entwickeln und ganz genau zu erforschen, welche Folgen die Ökosystemleistungen für uns Menschen haben. Wir wissen genug, um sagen zu können, dass wir jetzt loslegen müssen mit dem Handeln. Und was müssen wir tun? Nun, der IPBES Report, der Bericht des Weltbiodiversitätsrats, hat versucht, die großen Züge aufzuzeigen. Wenn wir rechts auf der Seite einen gesunden Planeten mit gesunden Lebensbedingungen für den Menschen haben wollen, keinen weiteren Verlust der Artenvielfalt, die Treiber in den Griff bekommen wollen, müssen wir letztlich eine große Transformation der Gesellschaft hinbekommen. Wir müssen auf ganz unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Wir müssen bei den Governance-Systemen, bei den Institutionen ansetzen. Wir müssen sektorübergreifend gemeinsam arbeiten und wir müssen an den großen Hebelpunkten ansetzen, wo wir am meisten verändern können. Um das jetzt ein bisschen konkreter zu fassen, am Beispiel der Landwirtschaft. Ich habe zusammen mit anderen eine Stellungnahme der Deutschen Akademien erarbeitet, um herauszuarbeiten, was wir in der Landwirtschaft machen müssen, um den Verlust von Arten in der Landwirtschaft aufzuhalten. Nun, der erste Ansatz ist ganz logischerweise, unsere Landwirtschaft muss artenfreundlicher werden. Dazu gehört zum Beispiel mehr Ökolandbau, aber auch mehr Weiden und Wiesen, mehr extensive Beweidung, Stärkung natürlicher Schädlingsbekämpfung, weniger Pflanzenschutz, weniger Düngung, aber auch eine strukturreiche Landschaft mit Hecken, Bäumen und Brachen. Nun, warum haben wir so relativ wenig ökologische Landwirtschaft? Der Grund dafür ist, dass das für Landwirte oft nicht auskömmlich ist. Die können mit sowas nicht überleben. Und damit sieht man, dass das Problem eigentlich viel größer ist als nur die Landwirtschaft. Das ist ein Problem, das die ganze Gesellschaft angeht. Und der wichtigste Hebelfaktor und Hebelpunkt ist die Agrarpolitik. Nicht nur in Brüssel, sondern auch national oder jetzt auf der Bundesländerebene. Wir können da sehr viel mehr tun, als wir denken. Wir haben auch als Nationen eigentlich die Möglichkeit, selber zu einem relativ großen Maße zu entscheiden, welche Agrarförderung wir tun wollen. Und da ist ganz klar, dass wir unsere Schwerpunkte ändern müssen von so einer flächendeckenden Förderung, einfach nur aufgrund der Fläche eines landwirtschaftlichen Betriebs hin zu der Förderung von Maßnahmen, die auch das Gemeinwohl und die Artenvielfalt fördern. Und das bayerische Volksbegehren zur Rettung der Biene hat gezeigt, dass man eben auch auf der Ebene von einzelnen Bundesländern sehr viel erreichen kann. Wir dürfen nicht vergessen, hier die auch von der Industrie, von der Nahrungsmittelindustrie, von der Forschung, Technologieentwicklung einzufordern. Wir können zum Beispiel Robotik und Digitalisierung nutzen, um die landwirtschaftliche Bewirtschaftung so zu ändern, dass sie artenreicher ist, oder auch durch Vermarktung schauen, dass die biodiversitätsfreundlichen Produkte auch bei den Verbrauchern ankommen, bis hin zur Züchtung von robusten Sorten. Aber ganz wichtig, Handel und Märkte müssen mitziehen. Wir müssen in der Lage sein, als Konsumenten, wenn wir im Supermarkt sind, zu erkennen, ob die Lebensmittel jetzt durch biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft erzeugt wurden. Und das Problem ist dabei, dass die oft vielleicht nicht ganz so schön aussehen und vielleicht ein bisschen scharf haben. Und wir müssen dann, zumindest wenn wir es uns leisten können, auch Produkte kaufen, die ein bisschen teurer sind. Regionale Vermarktung ist ein Thema
Und letztlich dieser Wille dann eben auch, wenn wir es uns leisten können, etwas teurere Lebensmittel zu kaufen, zeigt, dass wir die ganze gesellschaftliche Wahrnehmung und unsere Wertschätzung für biologische Vielfalt ändern müssen. Wir brauchen gesellschaftliche Diskussionen und Diskurse, wie hier im Rahmen der Semesterfrage. Unsere Werte müssen sich ändern. Biodiversität, ein hochwertig erzeugtes Stück Fleisch, muss uns genauso wichtig sein wie zumindest in Deutschland der teure Weber-Grill, für den die zumindest Deutschen sehr viel mehr Geld ausgeben als für das Fleisch, das dann hinterher auf dem Grill liegt. Und letztlich brauchen wir das Wissen, die Bildung und Ausbildung, um zu wissen, dass wir als Verbraucher und auf welche Art und Weise wir als Verbraucher dieses ganze System beeinflussen. Und damit möchte ich enden und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Sie kommen gleich wieder. Vorher schauen wir uns noch ein kurzes Video an. Die Uni Wien hat Forscherinnen und Forscher um Stimmen gebeten zum Artenschutz. Wir Menschen haben die Evolution abgelöst. Unsere Aktivitäten entscheiden darüber, welche Arten und an welchen Orten das 21. Jahrhundert überleben werden. Schon vor vielen Jahrzehnten hat sich die internationale Staatengemeinschaft dazu entschlossen, die Artenvielfalt rechtlich zu schützen. Trotzdem sterben derzeit täglich ungefähr 150 Arten aus. Es stellt sich also die Frage, versagt hier das Recht? Dieses Artensterben hatten wir in dem Ausmaß, seitdem es den Menschen gibt, noch nicht. Das Artensterben ist eines der größten globalen und auch bedrohendsten Themen, die wir derzeit haben. Es ist eine sehr komplexe Frage, es ist eine interdisziplinäre Frage. Biodiversität und das Wissen, das wir über die biologische Vielfalt haben, ist etwas sehr Lokales. Gleichzeitig müssen wir die globalen Prozesse verstehen, um Biodiversität schützen zu können. Die Artenvielfalt braucht eine Vielfalt an Lebensräumen. Das heißt, wir brauchen Schutzzonen, wo jegliche menschliche Aktivität verboten ist im Wesentlichen, wo sich ein natürlicher Lebensraum entwickeln kann mit der natürlichen Artenvielfalt. Auf rechtlicher Ebene gibt es eine Vielzahl an Vorschriften, die sich dem Artenschutz widmet. Aber wir haben gewisse blinde Flecken dieser Rechtsvorschriften, nämlich insbesondere der Landwirtschaftsbereich und die Bodenversiegelung. Beide haben gravierende Auswirkungen auf die Biodiversität, sind aber von diesen Rechtsvorschriften so gut wie nicht erfasst. Der Weltbiodiversitätsrat hat kürzlich seinen ersten globalen Bericht über das Artensterben veröffentlicht. Ich empfehle allen, diesen Bericht zu lesen, weil er sehr wertvolle Einblicke erhält in die Ursachen des Artenverlustes. Die Menschheit steht an einem Wendepunkt. Politiker und Entscheidungsträger müssen Umweltprobleme noch viel wichtiger nehmen als bisher. Und die Rolle der Wissenschaft ist es, sie dabei mit fundierten Informationen zu unterstützen. So viele Themen, über die wir diskutieren können. Ich stelle Ihnen meine Gäste vor. Luc Bas, er ist der Europadirektor der Umweltorganisation IUCN. Das ist die Organisation, die die rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten herausgibt. Kathi Schneider, sie ist Doktorandin an der Universität Wien und außerdem ist sie Mitorganisatorin von Fridays for Future. Alice Vadrot ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien und sie ist außerdem im internationalen Umweltpolitikbereich und im Meeresschutz beschäftigt. Franz Essel, er ist Biodiversitätsforscher an der Uni Wien und gemeinsam mit Alice Vadrot leitet er den österreichischen Biodiversitätsrat, der fordert, den Biodiversitätsnotstand auszurufen. Katrin Böning-Gese vom Senckenberg-Zentrum kennen Sie ja bereits und ich bin Martin Kotinek, der Chefredakteur des Standard. Okay. Herr Bass, kürzlich hat Ihre Organisation, die IUCN, die neue rote Liste herausgegeben. Und da stand drinnen, dass bereits 877 Arten ausgestorben sind, also für immer verschwunden sind von diesem Planeten. Darunter, ich habe hier ein bisschen gegoogelt, darunter ist der Helena-Riesen-Ohrwurm. Kannte ich nicht, musste ich mir erst anschauen. Ist ziemlich hässlich, ist so ein schwarzes, so ein Rieseninsekt, sehr bedrohlich, also wirklich nicht so besonders toll und er fehlt mir auch nicht besonders, muss ich sagen.
warum ist es ein Problem, dass dieses Tier nicht mehr existiert? Danke für diese sehr schöne Frage und um den Versuch, die Hässlichkeit zu triumphieren. Danke auch für die Einladung. Ich bin gerne hier. Ich bin kein Deutscher oder kein Deutschsprachiger und ich tue mein Bestes. Hin und zurück will ich mein Wort auf Englisch sagen, wenn es mir nicht einfällt auf Deutsch. Also das muss ich schon mal vorher sagen. ICN hat in der Tat diese rote Listen. Da gibt es verschiedene Arten. Natürlich die Arten, die wir alle kennen, diese emblematischen Arten, bekommen viel mehr Interesse als die anderen. Die Sie jetzt nennen, kenne ich sogar nicht. Ich bin auch nicht der Experte, der es gemacht hat. Aber jede Art an sich hat natürlich seinen Zweck. Es ist ja alles verknüpft. Jede Art ist abhängig von der anderen. Und natürlich spricht man dann vom System und von dem Ökosystem. Und in dem Sinne soll ich vielleicht ein Instrument nochmal benachdrucken, der Sie nicht so gut kennen. Wir haben diese rote Listen der Arten und die Bedrohung, von wem übrigens der Weltbiodiversitätsrat diese 1 Million eigentlich extrapoliert hat. Diese 1 Million Species of Extinction Risk. Aber diese Red List, die wir machen jetzt, oder die rote Liste von Ökosystemen, ist vielleicht noch sogar viel wichtiger, weil wir da sehen, wo die Systeme dann das Risiko haben zum Kollaps oder zum Einsturz. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Gradierungen. Und eines dieser Ökosysteme zum Beispiel sind die Meeresgrase, glaube ich, heißt das, das Seagrasses auf Englisch. Insbesondere in Australien, aber auch in anderen Plätzen. Und die sind natürlich sehr wichtig für die Ocean Biodiversität. Und da weiß man viel weniger darüber, auch im Publikum. Und das ist auch wichtig, dass wir das vom Ökosystemwinkel dann auch etwas näher anschauen. Also jetzt gibt es sicher Menschen, denen könnte es beim Insektensterben nicht schnell genug gehen. Also wenn ich zum Beispiel an Wespen denke oder Stechmücken, also Gelsen, wie wir sie in Österreich nennen. Ich weiß nicht, wer diesen Tieren nachtrauern würde, wenn es sie nicht mehr gäbe. Kann mir jemand sagen, wofür wir die brauchen? Herr Essl, können Sie mir das sagen? Ich kann Ihnen, glaube ich, schon eine Antwort geben, die ist vielleicht auch das, was mein Vorredner schon gesagt hat, noch einmal illustriert. Wenn wir eine Art verlieren, wissen wir vielleicht nicht, was wir damit für Funktionen verlieren, weil wir die gar nicht kennen in vielen Fällen. Es gibt auch ganz viele Arten, von denen wir nicht einmal eine wissenschaftliche Beschreibung haben. Es gibt Artengruppen, wo wir wissen, abschätzen, dass wir weniger Arten wissenschaftlich beschrieben haben, als existieren. Und daher haben wir natürlich enorme Wissensdefizite. Aber die Antwort, die ich darauf geben würde, aus wissenschaftlicher und damit aber auch aus gesellschaftlicher Perspektive ist, dieses Nichtwissen schützt uns nicht vor den Folgen dieses Verlusts. Wenn Arten verloren gehen oder Ökosysteme kollabieren, dann hat das sehr unmittelbare und gravierende Folgen. Es ist einfach, einen Lebensraum zu zerstören, einen hochkomplexen, über tausende von Jahren gewachsenen Wald beispielsweise, aber es ist sehr schwierig, ihn wieder zu restaurieren. Und wir wissen, dass Ökosysteme das Fundament unserer Gesellschaft sind. In einer hochtechnisierten Gesellschaft, oder wie wir heute hier sitzen, in einem so einen schönen alten, aber natürlich von uns kontrollierten Saal, ist uns das sicher nicht mehr in dem Ausmaß bewusst, wie es das aber tatsächlich der Fall ist. Alles, was wir zum Essen, zum Trinken und auch zum Wohlergehen brauchen, kommt aus der belebten Natur. Natürlich durch unsere menschliche Kultur verformt, überarbeitet, aber es ist das Fundament. Und ich glaube, nicht der einzelne Verlust einer Art ist vielleicht der Sorgeserregende, sondern dieser Prozess tausendfach, millionenfach passiert. Jetzt gibt es beim Klimawandel ja die Klimawandelleugner. Ich weiß nicht, ob das in Ihrem Fachgebiet auch so ist. Also gibt es die Artensterbenleugner, aber falls es sie gibt oder nicht gibt, einfach an Sie die Frage, gibt es das Artensterben denn überhaupt? Also sind wir uns denn sicher? Ist das belegt? Also ich denke, der erste globale Bericht des Weltbiodiversitätsrats trägt die wissenschaftliche Expertise, die es gibt, zusammen und stellt Evidenz über den Artenverlust her. Aber wie Luc Bass auch gesagt hat, es sind Daten, die von den IUCN Red Lists verwendet wurden, die extrapoliert wurden aus diesen Datensets. Franz Essl hat auch erwähnt, es gibt nicht zu allen Arten die wissenschaftliche Evidenz. Gerade in vielen Staaten des globalen Südens gibt es kaum Infrastrukturen, weder die Forschungsinfrastrukturen noch die Dateninfrastrukturen, um sozusagen
die Biodiversität überhaupt systematisch zu erfassen. Und vor diesem Hintergrund gibt es gerade in der Debatte um die Sixth Mass Extinction, also das sechste große Massensterben, die Frage, gibt es das überhaupt? Sind wir damit konfrontiert? Auch jene wissenschaftlichen Gemeinschaften, die sagen, wir haben nicht die wissenschaftliche Evidenz. Und das ist natürlich eine Gefahr. Aber die Gefahr sehe ich eher darin, wie innerhalb der Wissenschaft dann der Diskurs geführt wird. Nämlich das Argument, dass die Taxonomie, also die klassische Beschreibung von Arten, die Feldforschung, die Ökologie, im Grunde genommen diese Fragen nie wird beantworten können, weil diese Arbeit zu viel kostet, zu lange dauert und dass es daher besser wäre, sich auf Computermodelle zu berufen, große Szenarien und Modelle und im Grunde genommen die Instrumentarien auch der Klimawissenschaft zu verwenden, um hier Evidenz herzustellen. Also nehmen wir mal an, die Daten sind jetzt soweit gut, dass wir sagen können, es gibt ein gewisses Artensterben. Wofür brauchen wir die Artenvielfalt überhaupt? Also Sie haben schon ein paar Punkte genannt und wenn ja, wie viel davon? Es wird mir jedenfalls nicht möglich sein, Ihnen eine klare Schätzzahl zu geben, wie viel Biodiversität wir brauchen, weil wir es nicht wissen. Was wir aber wissen, ist, dass die Erosion der Artenvielfalt, die wir weltweit erleben, dazu führt, dass Ökosysteme instabiler werden, dass die verarmten Ökosysteme anfälliger werden für die Massenvermehrung verbliebener, sehr opportunistischer, also anpassungsfähiger Arten. Viele dieser Arten sind dann Schadorganismen, die etwa Kulturflächen sehr stark befallen können. Wir wissen auch, dass solche Ökosysteme viel weniger anpassungsfähig an veränderte Umweltbedingungen, beispielsweise Klimawandel, sind. Es gibt daher sehr viele gute Gründe anzunehmen, dass es nicht opportun ist, diese Risikovorsorge, nämlich eine intakte Natur zu haben, aufzugeben und dann zu erwarten, das wird aber schon keine oder nur sehr wenige negative Auswirkungen haben. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich würde daher sagen, je mehr es uns gelingt, von der verbliebenen Artenvielfalt über die nächsten Jahrzehnte zu bekommen, desto stärker, das ist einfach ganz stark in unserem ureigenen gesellschaftlichen Interesse. Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen. Also die Erforschung der Arten, die Taxonomie, das dauert in der Tat relativ lange, aber nichtsdestotrotz brauchen wir dieses Wissen, um zu verstehen, ob wir es hier mit einer Art oder fünf Arten zu tun haben, ob das, was wir auf dem Teller haben, das gleiche ist, was draußen bedroht ist. Und die Geschwindigkeit, mit der taxonomische Erfassung läuft, hat sich in den letzten Jahren dramatisch verbessert, sodass da durchaus absehbar ist, dass dieses Wissen in Zukunft ansteigen wird. Und bei den Biodiversitätsmodellen muss man aufpassen, die sind nur so gut wie die Daten, die da reingehen. Und wenn wir die taxonomische Expertise nicht haben, dann sind die Biodiversitätsmodelle auch nicht gut. Okay. Sie haben vorhin im Vortrag auch einen weiteren Grund genannt, nämlich das Wohlbefinden. Dafür brauchen wir die Artenvielfalt auch. Können Sie das ein bisschen ausführen? Ja, also es ist... Wir als Städter denken oft nicht daran, wie wichtig die Natur auch für uns im täglichen Leben ist. Aber wenn wir die Leute fragen, wie zufrieden sind sie denn derzeit mit ihrem Leben, dann kann, das ist so eine moderne Wohlfahrtsökonomie, kann man genau gucken, welche Parameter die Menschen glücklich machen. Und da ist das Einkommen ganz definitiv ein Faktor, der wichtig ist. Allerdings ist die Rolle des Einkommens relativ schnell nicht mehr so wichtig. Das Wohlbefinden steigt dann ab einem bestimmten Punkt von Einkommen gar nicht weiter an. Aber was wichtig sind, sind dann soziale Kontakte und so weiter. Aber was sich da eben rausstellt, ist auch, dass die Natur, die Möglichkeit des Zugriffs auf Natur, der Zugriff auf Grünflächen, das Draußensein fürs Wohlbefinden eine riesige Rolle spielt. Und in Modellen ist der Faktor der Natur für die Steigerung des Wohlbefindens dann ab einem bestimmten Punkt sogar wichtiger als das Einkommen. Ich wollte noch kurz was sagen über die Wissenschaft. Und ob wir echt alles wissen müssen, bevor wir eigentlich wirklich die Aktion unternehmen. Und das, glaube ich, ist im Unterschied zum Klimadebatte in der Biodiversitätsdebatte ein Problem, dass, wie sagt man auf Englisch, the perfect is the enemy of the good. Und man will immer alles wissen und dann sagen wir, jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Wir wissen ganz gut, was wir machen müssen. Wir wissen, es ist tausendfach der natürliche Extinction Rate, heißt das. Also, tut mir leid, ich weiß es nicht auf Deutsch. Tausendfach von der natürlichen Natural Extinction Rate. Also wir wissen, dass es sehr schnell geht. Und das ist vielleicht auch mal wichtig zu benachtonen, oder dass Biodiversität eigentlich ein Indikator ist. Viel mehr als was man
die Natur und die Ökosysteme ist, was man wirklich sieht und fühlt. Aber die Biodiversität ist eigentlich eine Umschreibung von mit einer hohen Biodiversität, ein gesundes Ökosystem, mit einer niedrigen, viel weniger Resilience, Widerstand. Man sieht, man hat die Beweise mehr als genug. Natürlich müssen wir als Wissenschaftler noch immer mehr und mehr untersuchen. Man muss immer mehr wissen, aber wir wissen bestimmt genug, um zu wissen, was wir machen müssen. Mhm. Das wollte ich einfach mal benachdrücken, weil das haben wir eigentlich in dieser Community uns selber angetan, dass wir immer wieder mehr und mehr untersuchen wollen und dann letztendlich das Self-Fulfilling Prophecy bekommt. Auf der Suche nach weiteren Gründen für die Notwendigkeit des Artenschutzes, Frau Wadron, Ihrer Forschung gehen Sie auch auf den Kulturschutz für den Menschen ein. Können Sie das beschreiben? Ja, es ist so, dass im Rahmen des Weltbiodiversitätsrats immer wieder diskutiert wird, ob man nicht auch indigenes und lokales Wissen einbeziehen soll in die Berichte neben dem wissenschaftlichen Wissen, weil es sich darum eben auch um ein Gut handelt. Und Biodiversität ist eben gerade für lokale und indigene Gemeinschaften im globalen Süden existenziell. Sie haben nicht nur ein enormes Wissen über die Biodiversität, wie man diese schützen kann, aber sie leben Tag ein, Tag aus mit der Natur und es stellt ein kulturelles Erbe für sie dar und nicht nur für sie, auch für uns. Also abgesehen von den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Österreich, die mit der Natur leben, ist es so, dass Biodiversität oder die Schönheit der Natur immer Inspirationsquelle war für Künstlerinnen und Künstler. Die gesamte Literatur ist voll von Arten, die sowohl auf schönen Gemälden, ich bin mir sicher, hier irgendwo finden wir auch ein paar Gemälde, auf denen Tiere oder Pflanzen abgebildet sind, aber eben auch in der Literatur immer wieder, ja, im Grunde genommen unsere gesellschaftlichen, kulturellen Praktiken und Traditionen auch symbolisiert haben. So aus Ihrer Forschung, was sind denn die wesentlichen Gründe für die Bedrohung der Artenvielfalt? Also was ist denn am schlimmsten, was bedroht Sie am stärksten? Was ist da Ihre? Ich gebe eine Antwort für die österreichische Perspektive, die globale überlappt sich, aber es gibt ein paar Unterschiede. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich in den letzten 50 Jahren materiell enorm entwickelt hat, natürlich zu unserem auch materiellen Vorteil, wie wir hier sitzen. Und das hat aber auch in der Landnutzung ganz gravierende Umstellungen mit sich gebracht. Viele davon wollen wir sicher nicht rückgängig machen. Wir wollen sicher keine Landnutzung haben, wie sie unsere Großeltern machen mussten, eine von Armut geprägte, nahezu oder sehr stark auf Handarbeit oder tierischer Arbeitskraft basierende Landnutzung. Die war aus ökologischer Sicht optimal. Das werden wir sicher nicht mehr wollen und auch nicht erreichen können. Aber die Frage ist, in welchem Ausmaß schreiben wir eine Entwicklung fort, die wir in den letzten Jahrzehnten haben, nämlich eine Kombination aus Bauernsterben und Artensterben. Mhm. Auch seit dem EU-Beitritt hat jeder zweite Landwirtschaftsbetrieb in Österreich aufgehört, auch wenn unsere landwirtschaftlichen Strukturen immer noch kleiner sind als in vielen europäischen Ländern. Das hat aber auch mit den naturräumlichen Begebenheiten, dem Alpenanteil zu tun. Und der dadurch ausgelöste Zwang, intensiver auf größerer Fläche zu nutzen, zwingt die Landwirte, die Bauern ja auch, alles andere hintanzustellen. Natürlich gibt es Nischenmodelle, in Österreich gibt es einen hohen Anteil von biologischer Landwirtschaft sogar, aber es ist dennoch, der Megatrend geht in eine andere Richtung. Kombiniert mit einer weiteren Entwicklung, dass Flächen, die schwieriger nutzbar sind, steiler sind beispielsweise, einfach gar nicht mehr genutzt werden und daher wird aus einer Kulturlandschaft eine Waldlandschaft, häufig eine Fichtenforstlandschaft und das ist auch schlecht für die Artenvielfalt, auch schlecht fürs Landschaftsbild. Die Leute wollen auch in so einer Landschaft nicht leben, wenn 80%, 90% Wald sind, aber niemand mehr die Landschaft nutzt. Dazu gibt es neue Entwicklungen. Österreich betoniert sich zu. Jedes Jahr, jeden Tag werden in Österreich 11 Hektar verbaut, versiegelt. Das heißt, das ist ein Prozess, der ist auch nicht mehr umkehrbar. Boden, der man unter Beton ist, wird man nicht mehr anders nutzen können. Das sind 20 Fußballfelder am Tag, 365 Tage im Jahr, heuer sogar 366 Tage. Und das ist auch eine weitere Entwicklung. Es gibt noch einige weitere. Und das sind Trends, die sich anzuschauen gilt, die häufig weit über das hinaus wirksam sind, was der Naturschutz, der klassische Naturschutz mit seinen sehr beschränkten Mitteln überhaupt anstreben kann zu ändern. Und daher braucht es, glaube ich, einen Perspektivenwechsel, auch einen politischen Perspektivenwechsel, der diese Themen annimmt, sich annimmt. Und ich glaube, die Bevölkerung hat ja schon einen starken Perspektivenwechsel in den letzten wenigen Jahren, vielleicht erst in den letzten zwei Jahren durchgeführt. Und ich glaube, mit politischer Leadership ist diese Erzählung auch vermittelbar.
und auch politisch vertretbar. Zu den Maßnahmen kommen wir gleich. Neben Landwirtschaft, was gibt es noch an Gründen? Ja, ich meine, wir haben es im Input-Vortrag schon gehört. Klima, veränderndes Klima ist ein Punkt, der vor allem in der Zukunft sehr viel ausmachen wird, was die Artenvielfalt betrifft. Klassische Assoziation mit für sich veränderndem Klima ist steigende Temperatur, Trockenheit, Dürre. Nicht nur Pflanzen brauchen Wasser, Amphibien brauchen sie für die Reproduktion, Reptilien, zum Beispiel ist die Geschlechterbestimmung temperaturabhängig. Wenn das jetzt Ganze verschiebt und nur mehr eine Art von Geschlecht ausgebildet wird, dann Entschuldigung, kann sich diese Art auch nicht mehr fortpflanzen und dadurch reduziert sich dieser Bestand halt auch. Und das ist halt etwas, was jetzt direkt noch nicht messbar ist und das wäre, was Sie vorher angesprochen haben, dass wir tendieren zu reagieren und nicht zu agieren. Und ja, ich glaube, das ist ein riesengefährlicher Ansatz. Landwirtschaft, Klimawandel, gibt es noch andere große Brocken? Also ganz klar die Ausbeutung natürlicher Ressourcen. In den Meeren merkt man es am ehesten, dass eben die Fischbestände erst an den Küsten, jetzt auch in der Hochsee, ganz dramatisch zurückgehen und außerhalb der Meeresschutzgebiete, der wenigen Meeresschutzgebiete wirklich ganz, ganz steil nach unten zeigen, bis hin zum lokalen Aussterben von Arten. Aber eben auch die ganze andere Nutzung, die wir in der Natur betreiben, Tropenholz, das sogenannte Bushmeat-Hunting in vielen Ländern des tropischen Südens, wo dann eben die lokale Bevölkerung ihren Proteinbedarf letztlich nur dadurch decken kann, dass sie in den Wäldern jagen und damit alle größeren Tiere im Prinzip ins lokale Aussterben jagen, bis hin dann eben zu den Nashörnern, denen die Hörner gesägt werden, damit dann eben als schicke Lifestyle-Droge dann in Südostasien oder in China ein Riesenmarkt von Nashornhorn entstanden ist. Gab es auch diese Bilder früher von Industrieanlagen, die das Abwasser einfach einleiten in Gewässer? Ist das heutzutage noch ein Problem oder hat sich das inzwischen weitgehend erledigt? Also die klassische Umweltverschmutzung durch wirkliche Umweltgifte ist eigentlich eine der großen Erfolgsgeschichten des Naturschutzes. Also die Gewässer sind heute sehr viel sauberer als noch vor 30 Jahren. Auch die Luft ist im Großen und Ganzen sauberer. Natürlich nicht unbedingt die Feinstaubbelastung jetzt in den Innenstädten. Aber jetzt bei uns in den entwickelten und reichen Ländern ist die Luftqualität relativ gut. Wir haben natürlich Probleme mit Umweltverschmutzung, aber durch bestimmte Verbindungen, zum Beispiel Stickstoff. In der Zwischenzeit haben wir mehr Stickstoff, der über den Regen auf die Felder kommt, als man in den 50er Jahren gedüngt hat. Und es ist einer der Faktoren, die zu der Überdüngung beiträgt und dazu beiträgt, dass gerade Standorte, an denen Arten angepasst sind, die eigentlich magere Bedingungen brauchen, eben verdrängt werden. Schauen wir ein bisschen auf die Maßnahmen. Herr Bass, passiert denn eigentlich genug auf politischer Ebene, vielleicht auch international? Sind da eigentlich Anstrengungen unterwegs? Also die kurze Antwort, ob genug geschieht, ist ganz einfach. Die Antwort ist nein, natürlich. Aber ich wollte noch ganz kurz, weil die Maßnahmen natürlich sehr verknüpft sind mit den Gründen, noch anerwähnen, dass das Rapport von dem Weltbiodiversitätsrat, der allgemeine Rapport ist sehr interessant, aber es gibt einen Rapport, der eigentlich noch viel interessanter ist, von dem gleichen Rat, über die Land Degradation, wo man eigentlich ganz genau sieht, wo es eigentlich schiefläuft, in den ganzen Nütz von Land, weil natürlich im Endeffekt sind wir auf dem Land und nützen es. In dem Sehensinne möchte ich auch noch erwähnen, dass es eigentlich im Endeffekt durch auf den ganzen Konsum, auf der Consumption hinkommt. Und da muss man ran und das ist die unbequeme Wahrheit. Das wollte ich nur mal kurz sagen. Wenn man jetzt das auf politischer Ebene sieht, ist auch da, wo das Problem ist. Man muss sich trauen zu sagen, was eigentlich echt notwendig ist. Und das ist für jede Politiker fast unmöglich, sogar für die Grünen. Ist das sehr schwierig zu sagen, weil man muss runter mit dem Konsum, nicht nur relativ oder nicht nur anders konsumieren, aber wirklich weniger. Und das will keiner sagen. Und das muss da in einem Moment muss das gesagt werden, weil hat wirklich das Volumen und auch die Beschleunigung von Konsum noch immer, insbesondere in Westeuropa. Und dann können wir hier noch, zum Beispiel mit den Klimazielen, sind wir eigentlich nicht schlecht in Europa. Wir sagen, wir haben jetzt fast die 30% geholt, Reduzierung seit 1990. Wir
wir gehen in die gute Richtung, aber man zählt nicht alles mit natürlich. Und dann kommen wir zum, was wir später noch besprechen werden, aber was wirklich schwierig wird, wenn man so einen Konsum, die Consumption verringern will, muss man das auch ehrlich machen, in einem Land oder in einem Staat, aber auch nochmal global. Und da kommt dann die ganze Debatte zum Fußabdruck dazu, Fußabdruck. Und das ist unheimlich wichtig, aber auch unheimlich schwer. Und politisch tun sich jetzt ein paar, und da würde ich jetzt mal kurz die positiven Sachen anregen, dieser Green Deal von Europa, so eine große Chance haben wir bis jetzt noch nicht gehabt, das muss man zugeben. Es gibt noch viel zu verdeutlichen und zu erlautern, was da genau rauskommt, aber so einen Start haben wir noch nicht gehabt. Und dann letztendlich muss ich vielleicht auch sagen, dass wir mit der neuen Regierung hier in Österreich, meiner Sicht, wenn ich es gelesen habe, was ich gesehen habe, eine große Möglichkeit haben, ein schönes Vorbild hier in Österreich zu sehen für den Rest von Europa. Sie haben mit dem Kopf geschüttelt? Ja, ich bin sehr skeptisch. natürlich ist, was das Klima betrifft, das neue Regierungspapier sehr ambitioniert von dem, was drinsteht. Das ist aber noch nicht umgesetzt, also kann ich gar nicht sagen, ob das gut ist. Mein Problem generell ist, wie sehr politische Wirkung schon passiert ist, dass sich die Politik sehr auf einzelne Aspekte beschränkt. Ich nehme, keine Ahnung, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Bienensterben, kümmern uns darum, dann ist das passiert. Es wirkt nach außen, als hätte ich was gemacht. Aber wie komplex das ganze System ist, wie das alles zusammenhängt und was da dran hängt, das wird nicht kommuniziert. Das ist für mich persönlich nur kosmetisches Agieren der Politik. Und wenn wir jetzt bei der neuen Regierung sind, sie haben diese Gesamtheit einfach nicht verstanden. Wenn das Thema Gewässerschutz aus dem Umweltministerium rausgenommen wird, dann hat die Politik nicht verstanden, was da eigentlich dranhängt. Das kann doch nicht sein. Sie haben sich das Regierungsprogramm auch angeschaut. Stimmen Sie zu? Also meine Einschätzung ist, es gibt im Regierungsprogramm aus der Perspektive, wie wir es heute betrachten, nämlich Biodiversitätsschutz oder Wende, Licht und Schatten. Es hat viel mehr Inhalte und auch grundlegende Inhalte auch im Biodiversitätsbereich, die sich in keinem anderen Vorgängerregierungsprogramm auch nur ansatzweise gefunden hätten. Und das würde ich auch einmal anerkennen. Natürlich sehe ich, was auch gerade gesagt worden ist, das sind in der Regel kurze Überschriften. Dahinter kann sich sehr viel verbergen an Umsetzung oder auch sehr wenig. Häufig ist die Finanzierung noch nicht ansatzweise geklärt. Und wenn man die Aufgaben so ernst nimmt, auch in den Maßnahmen sie so abbildet, in dem Ausmaß so abbildet, wie es notwendig ist, dann ist klar, dass wir hier nicht um Bagatellbeträge teilweise reden, aber um gut investierte große oder beträchtlichere Summen. Und da stellt sich natürlich die grundlegende Frage, die auch im Klimaschutz, auch in den letzten zwei Wochen, seit das Regierungsprogramm vorliegt, diskutiert worden ist, wie soll das finanziert werden? Und da stellt sich die Finanzierungsfrage über Naturverbrauch oder Klimaabgabe, oder wie man das dann auch nennen möchte, das braucht auch ein Umsteuern im Abgabensteuersystem. Das natürlich dann auch wieder anders eingesetzt werden muss, um es auch gesellschaftlich abzufedern. Und das ist natürlich derzeit noch nicht klar, ob und in welchem Ausmaß das erfolgen wird. Sie sind ja auch im Biodiversitätsrat, haben sich das Programm ja auch angesehen, der neuen Regierung. Wie ist Ihre Einschätzung, wird da genug getan im Bereich der Artenvielfalt? Also ich denke, positiv ist zu werten, dass im Kapitel Natur- und Umweltschutz es ein eigenes Subkapitel gibt zu Biodiversität und Artenschutz. Es sind 17 Punkte eingeteilt, die auch sehr wichtige Aspekte enthalten, wie eben die Weiterentwicklung und weitere Ausarbeitung der Biodiversitätsstrategie 2030, die auch die Restaurierung von Ökosystemen, auch viele andere Aspekte, die hier erwähnt wurden, die sehr zentral sind, wie eben die Vernetzung von Naturschutzgebieten und Biotopen. Sehr positiv aus meiner Sicht, dass es aber nicht in diesem Kapitel ist, ein Bekenntnis dazu, dass es mehr Grundlagenforschung braucht, eben um ökologische Funktionen zu verstehen. Und explizit werden hier die Böden und eben die Biodiversität erwähnt. Also ich denke, das ist auch ein sehr starkes Signal an die Wissenschaft und an die Notwendigkeit, evidenzbasiert politische Entscheidungen zu treffen. Positiv ist mir auch aufgefallen, dass in diesem Kapitel im Biodiversitätskapitel ein Bekenntnis dazu formuliert wurde, nationale und internationale Produkte mit Palmöl sozusagen zu verringern. Das heißt, irgendwie ein Bekenntnis auch dazu, dass Österreich ein
internationale Verantwortung hat und dass es eben globale Zusammenhänge sind, die verändert werden müssen. Auch wenn das jetzt nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, ist das eine Sache, die doch sehr positiv anzumerken ist. Also bevor die Regierung sich gefunden hat, wollten Sie den Biodiversitätsnotstand ausrufen. Wollen Sie das denn immer noch? Ja, also ich denke, es ist wichtig, dass es ein Bekenntnis gibt, dass Artenvielfalt zu schützen ist und dass dieses Bekenntnis auch auf verschiedenen Ebenen tatsächlich dazu führt, dass Maßnahmen gesetzt werden. Das heißt, dass zum Beispiel transparent gemacht wird bei neuen Gesetzesinitiativen oder Investitionen, inwiefern diese tatsächlich eine Auswirkung haben auf die Biodiversität, das irgendwie abzubilden. Das Problem ist natürlich, wie macht man es? Monetär, um Zielkonflikte zu lösen, geht man die Gefahr, dass man den Diskurs um den Biodiversitätskurs, über den Biodiversitätsschutz sehr stark ökonomisiert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben jahrelang versucht, den Verlust in irgendeiner Form zu quantifizieren, zu monetarisieren, um sozusagen diesen Aufschrei zu ermöglichen, den der Weltbiodiversitätsrat möglich gemacht hat. Aber gleichzeitig liegt eben auch eine Gefahr, diese Zielkonflikte rein anhand dieser monetären Bemessungen der Artenvielfalt durchzuführen. Oft passiert ja erst was, wenn es was kostet. Die Natur hat ja einen Wert, einen hohen ideellen Wert, aber eigentlich keinen Preis. Haben Sie da, finden Sie, das sollte sich ändern? Auf jeden Fall. Also ich glaube, letztlich geht es auch darum, welche Werte wir wirklich haben und ob zum Beispiel höheres Einkommen, schnellere Autos, weitere Reisen wirklich das ist, was wirklich gut ist und ob das uns wirklich glücklich macht. Und an dem Punkt brauchen wir auch eine ganz breite Wertedebatte und das Besinnen darauf, was für uns als Einzelne, was für eine Stadt, für ein Land, letztlich für die ganze globale Gemeinschaft, die Sachen sind, die wirklich wichtig sind. Und an dem Punkt ist eben Geld nicht alles. Also man heiratet ja auch nicht seinen Partner nur wegen des Geldes, sondern die Beziehung, die man zu seinem Partner hat, die ist ja viel breiter und reicher und tiefer als jetzt nur im Zweifelsfall die gegenseitige Abhängigkeit in Form von Finanzierung. Und genau diese Beziehungen haben wir auch zur Natur und die haben wir seit Jahrmillionen zur Natur. Und diese Wertschätzung wieder zu entdecken, auch durchaus auf einer ganz persönlichen Ebene, das ist letztlich viel wichtiger als jetzt eine reine in Geldwertsetzung, Monetarisierung von biologischer Vielfalt. Ja, ich möchte gerne darauf reagieren. Natürlich brauchen wir einen ganzen Systemwechsel. Das ist klar, wir können nicht das unendliche Wachstum nachstreben, nicht alles in Bruttonationalprodukt berechnen, nur, es gibt da viele andere Indexe, die sehr wichtig sind, aber das wird natürlich leider, aber es wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis wir soweit sind. Und wir haben auch die Zeit nicht, darauf zu warten, indem die Natur auch diese nicht monetäre Werte bekommen würde. Jetzt haben wir ein System, wie es ist, von meiner Sicht aus ein System, das mir nicht gefällt, aber es ist nun mal so und man muss irgendwie jetzt schnell Aktion bekommen und man hat es früher immer genannt Internalization of the cost of inaction or Pollution und so weiter. Das haben wir nie hingekriegt, wirklich. Also jetzt gibt es die Debatte um Natural Capital, natürliches Kapital, Verwertung, Accounting auf Englisch. Und mein Gefühl dabei ist, dass wir als ASEAN arbeiten daran. Wir haben auch die Verpflichtung, darüber zu wachen, dass es nicht nur monetisiert wird, aber kein Wert oder keinen ökonomischen Wert oder keinen Preis irgendwie zu verknüpfen mit Natur, wird wahrscheinlich dann auch nie zu echten Wechsel leiten, wo die Betriebe sich ändern, wo die Politiker sich ändern. Man muss irgendwie ein System haben, dass man das auch mit berechnet, aber mit aller Vorsichtigkeit, die man braucht, um die anderen Werte auch mitzunehmen, weil wir natürlich nicht nur auf Geld bezogen sind, aber wenn es überhaupt keinen monetären Wert gibt, machen wir wahrscheinlich einfach weiter, wie wir weitermachen. Da wollte ich noch zu sagen, dass natürlich bestimmte Gebiete geschützt werden müssen, auch egal von dem Geld her. Und das ist auch die Priorisierung, die man braucht. Man hat aber in Europa so viel zerstört, dass wir auch unbedingt restaurieren müssen. Wir müssen was wir zerstört haben, auch wieder restaurieren. Man wird sehen, dass es viel mehr kostet, als zu schützen. Das wird man sehr schnell spüren. Aber wenn man die Restaurierung machen will, dann muss natürlich publikes Geld hin. Zum Beispiel das Geld von der gemeinschaftlichen Agrarpolitik, da könnte viel mehr investiert werden von Europa aus, auch national.
Aber dann muss man das irgendwie doch für den Privatinvestitionen auch verständlich machen. Und dann wird die Privatinvestition wahrscheinlich nicht auf diese Ebene bekommen, wo sie sein müssen, zu Natur und Restoration of Natur, wenn man das nicht irgendwie auch einen Return on Investment gibt. Es ist sehr kontroversiell, auch in ICN. Und zum Gegengewicht, das wollte ich dann, da schließe ich dann mit ab, zum Gegengewicht muss man auch von den Rechten der Natur ausgehen. Man kann das ganze juristische System auch umdrehen und sprechen von den Rechten der Natur. Und da gibt es einige Experimente, die schon gut gelaufen sind. In Australien gibt es, in Ecuador gibt es, ich glaube, ob es jetzt in Europa Beispiele gibt, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber dass man die ganze juridische Frage umdreht und man startet von den Rechten von der Natur. Mhm. Wenn man die beide irgendwie in Gleichgewicht schneller an die Politiker ranbringen könnte, haben wir vielleicht ein bisschen mehr Lösung, als nur darüber zu reden. Mhm. Herr Essen. Wir sitzen hier natürlich in einem sehr urbanen Umfeld, aber ich würde annehmen, es sind sehr wenige Landwirte oder Bauern hier in dem Raum. Und das hat, glaube ich, auch einen anderen Grund, nämlich, das gibt ja eine wirkliche Frontlinie, eine schon nahezu traditionelle und vielleicht manchmal auch liebgeworbene Frontlinie zwischen Naturschützern und Landbewirtschaftern, Landbesitzern, Bauern, Forstwirten. Natürlich nicht hundertprozentig, aber im Endeffekt schon. Und ich glaube, das hat ganz stark auch damit zu tun, mit einem Punkt, der auch in Ihrem Statement für mich angeklungen ist. Dadurch, dass die ökologische Verluste nicht ökonomisch bewertet werden, Naturzerstörung nichts oder zu wenig kostet, hat das auch keinen Preis für den Landbesitzer, aber auch keinen Wert. Wäre die Agrarpolitik als wichtigste europäische landbewirtschaftende Maßnahme so ausgerichtet, dass Naturzerstörung kosten würde dem Landbesitzer, aber naturkonformes und damit zukunftsfähiges Wirtschaften belohnt werden würde, dann würde auch die Akzeptanz, davon bin ich überzeugt, auch in der Landwirtschaft eine ganz andere sein, weil das Anreizsystem ein viel positiveres und größeres wäre. Das muss aber auch klar sein, als Konsument oder als Wähler ist dann auch jeder gefordert. Das kostet natürlich etwas. Das würde die Agrarpolitik wahrscheinlich nicht billiger machen, auch wenn man manche naturzerstörerische Subventionen durch abbauen könnte gleichzeitig. Da müssen wir halt bilanzieren. Aber ich glaube, eine sehr breite Mehrheit der Konsumenten wäre dafür zu haben, für ein Paket, das nämlich auch gleichzeitig impliziert, ich bekomme dafür auch lebenswerte Landschaften, ja, oder eine intakte Heimat mitgeliefert. Weil das ist ja ein Nebenprodukt, das ich damit schaffe, zu erhalten oder wieder zu schaffen, wenn ich es über Restaurationsmaßnahmen mache. Mhm. Und daher glaube ich, solch eine Erzählweise, und daher ist die Ökonomisierung, glaube ich, wichtig, und die Werthaltungs- und die Wertänderungen, die gehen dann, glaube ich, unter Umständen auch Hand in Hand. Da sind wir schon mittendrin, was wir tun können. Vielleicht fangen wir mal bei uns selber an, als Menschen, als Konsumenten. Haben Sie einen Tipp, was können wir tun? Als Mensch und Konsument direkt. Also ich persönlich glaube, dass die Menschen und Konsumenten, die jetzt im wissenschaftlichen Bereich tätig sind, die wissen, wie wir, die wir hier sitzen, wir reden von den Problemen, wir sagen, das ist viel komplexer als nur einzelne Arten. Aber dieses Netzwerk muss halt auch nach außen kommuniziert werden. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele nicht wissen, wie komplex das Ökosystem Erde ist und dass das einmal kommuniziert werden muss. Ich habe es vorher schon anklingen lassen, es muss auch klar kommuniziert werden, was der Ausfall einer Art bedeutet, was da für eine Kaskade losgetreten wird. Es muss einfach diese wissenschaftliche Diskussion, die hier stattfindet, raus aus dieser Elfenbeinbubble, raus auf die gesellschaftliche, auf ein gesellschaftliches Niveau, das jeder versteht, der den Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen nicht hat. Meine Oma muss verstehen, was es heißt, wenn die Gelse ausstirbt. Und wenn dieses Wissen einfach da ist, wenn man kapiert, wie groß die Problematik ist, was für Folgen das hat, was ein einzelner Schritt verursachen kann, dann ist man auch williger zu handeln, weil man einfach durchblickt hat, was das Problem ist. Was wir als Konsumenten auch tun könnten, schlägt ein User von der Standard.at vor, er nennt sich Körndlsteirer und er sagt, er hat also kommentiert unter einem der Artikel, den Sie geschrieben haben, das Problem ist nicht das Fleisch, sondern der Preis bzw. die Menge. Es ist die Discounter-Mentalität, die das wahre Problem darstellt. Dafür muss man nicht auf vegetarisches Pflichtessen umstellen, sondern die Logistik ändern. Müssen wir jetzt alle Vegetarier werden oder was meint er mit Logistik? Was könnte da gemeint sein? Wer kann ihm antworten? Naja, dieses, ja.
Ich glaube, Logistik bezieht sich da vor allem darauf, dass man sagt, wenn man schon Fleisch konsumiert, dann sollte man darauf achten, dass es regional ist, dass es fair produziert wird und ich mir jetzt nicht irgendwie 2-Euro-Händel kaufe, die aus einer Legebatterie, da kommen die Händel eigentlich nicht her, aber so eine Massentierhaltung hole, wo überhaupt keine Lebensqualität für das Tier selber da ist. Also ich glaube, diese Logistik bezieht sich auf Herkunft und Wert der Ware im Sinne von, wie umweltfreundlich ist sie jetzt produziert worden. Und muss Fleisch teurer werden? Ich glaube, als Konsumenten sind wir auch nicht bereit, das müssen sich bewusst und hoffe ich jedenfalls, Produkte zu kaufen, wo wir annehmen, die sind durch Kinderarbeit erzeugt worden. Da gibt es einen gesellschaftlichen Konsens, das ist nicht akzeptabel und viele andere ähnliche Maßnahmen. Ich glaube, genauso einen gesellschaftlichen Konsens braucht es auch, dass es auch bei Nahrungsmitteln stärkere Qualitätskriterien braucht in der Erzeugung und die sollten auch nachvollziehbar sein für uns Konsumenten, damit wir wissen, was wir kaufen und da auch diese Werthaltungen ansetzen können. Also es braucht auch eine entsprechende Auszeichnung von Produkten. Mhm. Und wenn ich als Konsument annehmen kann, dass mir ein etwas höherer Preis das dann auch mitliefert, dann ist es, glaube ich, auch wie bei diesen anderen Produkten irgendwann gesellschaftlicher Standard, das wird nicht mehr hinterfragt, sondern wieder akzeptiert. Also auf der anderen Seite muss man natürlich schon sehen, dass für die Herstellung von Fleisch, von der Fläche her, was man dann drunter hat an Getreide oder Soja, was dann auch immer den Tieren gefüttert wird oder auch auf Weiden, dass man da schon eine sehr geringe Effizienz der Proteingewinnung hat. Und die Biodiversität ist jetzt nicht der einzige Anspruch an die Fläche, sondern wir müssen auch eine Nahrungsmittelsicherung leisten. Und wir haben weiterhin eine steigende Weltbevölkerung und wir haben auch pro Kopf einen steigenden Ressourcenverbrauch. Und an dem Punkt ist zumindest die Richtung weniger Fleisch essen richtig und das Fleisch dann auch bewusst zu konsumieren, also sozusagen der Trend zum Sonntagsbraten, anstatt dann dreimal am Tag Fleisch auf dem Teller zu haben. Sie sagen weniger Fleisch, Sie haben vorhin gemeint, überhaupt der Konsum muss weniger werden, ganz generell. Was meinen Sie damit? Einfach was es ist, man muss weniger konsumieren, weil der Fußabdruck ist zu hoch und die einzige wirkliche, echte Maßnahme ist weniger konsumieren, aber es ist sehr unbequem. Also nicht nur beim Essen, auch andere. Im Allgemeinen, ja, es hat auch damit zu tun, dass, wenn man das jetzt auf der Weltebene sich mal ansieht, sind noch wenigstens 2 Milliarden Leute, die noch unter einem Dollar leben pro Tag. Die haben alle Recht auf, wie man sagt, the piece of the cake, ne? The fair share. Alles geschieht in the planetary boundaries. Wir haben nur einen Planeten und der wird aufgebraucht jetzt. Und das müssen wir jetzt beschränken. Und dann, ich weiß nicht, ob Sie dieses Donut-Prinzip kennen von der Kate Raworth. Die hat da so einen Donut beschrieben, schönes Wort für Konsumenten, aber Planetary Boundaries und in der Mitte das Minimum sozial und materielle Wohlbehagen. Das Minimum ist eigentlich noch nicht so ganz genau beschrieben. Aber sogar wenn man irgendwie ein Dach über dem Kopf, Minimum Energie, Minimum Ernährung, was das auch immer das ist, ne? Wenn man das für diese 2 Milliarden Leute vorbringen würde, dann würde das den Druck auf den Planeten, wenn wir uns nicht ändern und fundamental ändern, komplett, das würde platzen, könnte man sagen. Also man muss das dann in einem ganzen Kontext, wenn das ist eigentlich der Fußabdruck, der das mitgibt. Also wir haben wenigstens 4 oder 5 Mal zu großen Fußabdruck in Europa. Wie kommt man da runter? Man kann anders konsumieren, aber im Endeffekt auch einfach weniger. Und jetzt zum Preis zum Fleisch. Ja, der Preis muss höher. Da soll es keinen Zweifel drüber geben. Und alle Produkte, die sehr starken Umweltdruck haben und natürlich auch alle anderen Sozialelemente und so weiter, müssen einfach teuer werden. Aber dann kommt man natürlich in den ganzen Gerechtigkeitsdiskussion. Und dann kommt das wieder, eigentlich ist das Wort und die Lösung zum ganzen Problem, und das ist dann Biodiversitätsverlust ist ein Indikator, Klimawandel ist ein anderer Indikator. Wir haben verschiedene Indikatoren, die unseren unnachhaltigen Behavior eigentlich umschreiben. Das heißt dann, dass wir einfach da ganz genau eine Wiederverteilung brauchen. Eine Wiederverteilung in einem Land, aber auch weltweit. Und auch wie man das macht und wo man dann anfängt, das ist die große Frage.
Und dann mit dem Preis ist es ein Anfang, aber man muss dann auch eine soziale Korrektur machen, dass die, die das zahlen können, verhältnismäßig noch mehr zahlen. Zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, es geht, ne? Aber es ist ein ganz anderes Kontext. In Finnland gibt es diese Speeding-Tickets, was heißt das auf Deutsch? Strafzettel. Bitte? Strafzettel, wenn man so schnell Strafzettel fährt. Strafzettel zu High Speed, right? Mhm. In Finnland sind die einkommensrelatiert. Also da gab es ein Vorbild von einem Typ mit einem Porsche und er hat einen viel höheren Preis gezahlt. 10.000 Euro gezahlt, weil er 160 gefahren ist oder so. Mhm. Dann fühlt er das auch. Und das ist eigentlich die Debatte, die Schwierigkeit der Debatte, wenn man das mit Preismechanismen macht, die man braucht, was ich glaube wirklich sehr wichtig ist und natürlich Regulierung und so weiter, dann muss man das sozial korrekt machen. Höhere Preise, weniger Konsum und Einschränken. Frau Wadros, Sie sind ja Politikwissenschaftlerin und der User Maifisch, der hat auf der Standard.at dazu auch etwas gesagt. Wir werden uns entscheiden müssen, Demokratie oder Umweltschutz. Beides zusammen wird nicht funktionieren, denn keine Partei wird auf diesem Planeten überleben und die nötigen, aber unpopulären Maßnahmen umsetzen. Ja, also ich glaube, dass diese Person die Medien in den letzten Monaten nicht verfolgt hat und nicht gesehen hat, dass gerade unsere Demokratien es möglich gemacht haben, dass junge Menschen auf die Straßen gehen für den Umwelt- und Naturschutz, dass das Umweltthema wieder politisiert wurde. Und ich glaube, dass hier ein unglaubliches Potenzial liegt. Und sogar in Australien spürt man jetzt den Druck abzukommen von vielen Strategien, die dort zur Energienutzung in den letzten Jahren gefahren wurden. Also ich denke, dass es nicht ein Und-oder-oder ist, sondern dass der demokratische Rahmen im Grunde genommen der richtige ist, um diese Maßnahmen umzusetzen und auch, um eben eine Transformation oder einen transformativen Wandel, wie auch der Weltbiodiversitätsrat es nennt, möglich zu machen. Denn ich will jetzt nicht wissenschaftsphilosophisch werden, aber die ersten Soziologen haben bereits gesagt, dass Gesellschaft ein dialektischer Zusammenhang ist zwischen Struktur und Handlung. Das heißt, es muss einerseits die strukturellen Rahmenbedingungen dafür geben, dass nachhaltiges Verhalten möglich ist, aber es muss auch der Druck von der Gesellschaft kommen. Diejenigen, die die politischen Entscheidungen treffen, also die Repräsentanten dazu zu bringen, diese Entscheidungen so umzusetzen, dass die strukturellen Rahmenbedingungen ein solches ökologisches, nachhaltiges Handeln ermöglichen. Und natürlich gebe ich recht, das ist ein inkrementeller Prozess, der lange dauert. Und deswegen würde ich als eine zentrale Maßnahme einfach die Ausweitung auch von Naturschutzgebieten sehen, die man durchaus auch top-down umsetzen kann, und zu verhindern, dass die Zerstörung von Ökosystemen wie etwa auch der Tiefsee, das ist eines der größten Ökosysteme auf der Erde, und derzeit diskutieren Staaten über die Frage, ob in Zukunft Meeresbergbau betrieben wird, um diese Ökosysteme, die derzeit eigentlich noch wenig erforscht sind, auch noch quasi durch diese Form des Ressourcenabbaus zu schädigen. Und ich frage mich, warum, natürlich ist es wichtig, über unser Verhalten zu sprechen, aber es ist auch wichtig, sich zu fragen, wo man die Zerstörung, und zwar die massive Zerstörung von Natur, verhindern kann. Ich würde ein bisschen was ergänzen. Einerseits glaube ich, dass die Bevölkerung in vielen europäischen Ländern weitergehende Maßnahmen stark und mehrheitlich unterstützen würde, als sie die Politik vorschlägt. 85% der Österreicher, aber auch aller anderen Europäer in den anderen EU-Mitgliedstaaten sagen bei diesen Eurobarometer-Umfragen, die das politische Präferenz ausloten in Europa, sie finden Umweltschutz wichtig oder sehr wichtig. Das war schon 2017 so und hat sich daher in den letzten 2 Jahren sicher noch verstärkt. Und zur Frage der politischen Dimension, wenn man einen Transformationsprozess, und ich stimme bei allen, was Sie gesagt haben, voll inhaltlich zu, und das ist ein schwerwiegender Transformationsprozess. Was hat das für eine politische Implikationen? Wie kann sowas funktionieren? Und das lässt einen auch ein bisschen ratlos zurück, aber ich sehe trotzdem die Situation eigentlich so: Entweder es gelingt uns als Gesellschaft, diesen Transformationsprozess einigermaßen zu schaffen, Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz, und können damit aber auch, glaube ich, unsere gesellschaftlichen Strukturen bewahren, in einer sicher etwas veränderten Weise vielleicht, die ihr nicht vorhersagen könnt. Aber die andere Option, die ich sehe, ist, mit der wir in den letzten 10 Jahren konfrontiert worden sind, das sehr starke Aufflammen einer rechtspopulistischen, nationalistisch geprägten und ganz anders argumentierenden Politik, die weltweit sehr erfolgreich war, die auch ganz scharf sich in der Regel abgrenzt gegen solche Lösungen,
dies ja eigentlich zur dominanten gesellschaftlichen Gefahr auch für die demokratischen Verhältnisse geworden in sehr vielen Ländern. Wenn es uns nicht gelingt, eine andere Erzählung zu implementieren und halt auch hoffentlich auch möglich zu machen, dann kann es sehr leicht sein, dass dieser Trend sich noch stärker durchsetzen wird, als es eh schon gemacht hat. Und ich sehe eigentlich diese beiden politischen Systeme oder Fragen oder Lösungsansätze im Raum stehen. Und ich wünsche mir natürlich schon, dass die eine die Möglichkeit hat zu zeigen, ja, das ist möglich. Da ich sonst die Sorge habe, dass in einer Welt, die sonst ja aus dem Ruder laufen wird, das muss man ja klar sehen, die wird sich sehr stark verändern sonst, und zwar in eine Richtung, die wir überhaupt nicht wollen können, wo diese Antworten, die auf rette jeder, was er noch retten kann, solange es noch geht, für sich selber, dass diese Erzählung sich sonst durchsetzen wird politisch. Also dass die Gesellschaft in der Lage ist, sich diese unpopulären Maßnahmen selbst aufzuerlegen, ist ihre Hoffnung? Ja, aus der Einsicht heraus, sonst in eine Situation zu kommen, wo immer weniger da ist und die immer mehr Personen sich streiten werden, Bevölkerungsgeschichten oder Länder sich streiten werden, solange der Kuchen an Ressourcen und an Infrastruktur und an ökologischen Rahmenbedingungen noch vorhanden ist. Und das wird zu einer sehr starken Konfliktsituation führen weltweit. Ja, ich wollte noch zu Ihrer Frage zur Diktatur oder Demokratie und wie das dann alles funktionieren würde, wenn wir machen müssen, was wir echt machen müssen. Also politischer Mut ist schon mal eines und natürlich auch die Ebene, wo man es macht. Also wenn man es in einem Land macht, ist es problematisch sicherlich, wenn man es nur in... Aber man braucht Leiterschaft. Wenn man jetzt mal auf die europäische Ebene guckt, und ich weiß, dass Österreich sehr europäisch ist, sehe ich auch in den ganzen Regierungsabkommen. Europa ist sehr prominent, was mich sehr freut natürlich als echter Europäer. Aber auf der europäischen Ebene können wir viel machen. Genauso wie damals in den 30er Roosevelt mit seinem Deal gemacht hat. Der ist damals beschimpft worden in Amerika als Sozialist, als Kommunist. Der hat sehr viele Institutionen, den neoliberalen Free Market eigentlich reguliert, weil das war der Grund der Krise. Hat das gemacht, hat das sich getraut zu machen, hat dann auch funktioniert, hat auch die Wohlfahrt wiedergebracht. Also er hat den Mut gehabt, das zu tun, aber er ist damals wirklich in Amerika beschimpft worden als Kommunist oder Sozialist. Und das hat er sich getraut. Jetzt könnte man sich fragen, ob der Green Deal und der Frans Timmermans von Holland, der Vizepräsident von der Kommission, ist verantwortlich für diesen Green Deal. Also natürlich die ganze Kommission ist verantwortlich, aber er hat die Leiterschaft. Wenn der jetzt ein Green Activist genannt würde, dann glaube ich, dass der Green Deal gut wäre. Als Green Activist, wie sehen Sie das? Naja, kommt natürlich auf den Inhalt an. Wenn, ne? Ich habe gesagt, wenn. Ja, wenn. Ich weiß es auch noch nicht. Ich hoffe es nur. Nur weil jetzt Aktivist draufsteht, macht es halt noch wirklich nicht gut. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein Problem, dass sich etabliert, dass Aktivismus automatisch als Gütestempel ausgeteilt wird. Und ja, es kommt auf den Inhalt an. Wir haben jetzt ein bisschen über uns als Konsumenten und als Bürger gesprochen. Was kann denn eigentlich noch geschehen? Also vielleicht auch die Staatengemeinschaft ist ja was. Also ein Aspekt, der immer wieder angeklungen ist, ist eben diese globale Gerechtigkeitsfrage, dass wir in Deutschland, in Österreich sicher auch, wir es eigentlich unterm Strich dann doch relativ gut geschafft haben, unsere Biodiversität zu schützen, wenn man jetzt mal die Agrarflächen außen vor nimmt, aber dass das eben auf Kosten von dem globalen Fußabdruck geht, wo es dann eben in den Ländern des globalen Südens, also Südamerika, Afrika, Südostasien, eben dort zu massiven Landnutzungsänderungen kommt und letztlich, also in Deutschland ganz dramatisch, die Schweine in Norddeutschland werden in Stallen gehalten, gefüttert mit Soja aus Südamerika, wo dann die tropischen Wälder dafür abgeholzt werden. Die Gülle geht auf den Acker und die Schweine werden dann weiter nach China verkauft. Da sieht man eben diese globalen Vernetzungen, diesen globalen Fußabdruck, wo wir dann eben auch im Norden, im reichen Norden die Verantwortung haben, was dann eben in der Landnutzung im globalen Süden passiert. Also ist das ein Appell an die Politik? Oder ist das ist im Wesentlichen ein Appell für die Politik. Ich glaube, solche Sachen kann man natürlich nur auf globaler Ebene leisten. Und es ist nicht umsonst so, dass in der Konvention zur biologischen Vielfalt das immer als zweiseitiger Aspekt drin ist, der Schutz der biologischen Vielfalt, aber auch der gerechte Vorteilsausgleich, also die
Tatsache, dass die Länder im Süden, die dann eben im Durchschnitt eine viel höhere biologische Vielfalt haben als wir im Norden, einen Gewinn aus dieser biologischen Vielfalt ziehen können und das dann eben auch eigentlich mit gerechten Preisen auf einer globalen Ebene und einer Subventionierung, die nicht unsere Märkte vor den Märkten des globalen Südens abschirmt, eben das ermöglicht, in den Ländern auch eine Landwirtschaft zu machen, die eben nicht letztlich durch unsere Subventionen in die vollkommen falsche Richtung geleistet wird. Meine Damen und Herren, Sie kommen gleich dran mit Fragen und Anmerkungen, die Sie beitragen können. Eine Frage noch hier an die Runde. Wer soll das denn alles zahlen eigentlich? Das sind alles Forderungen, die kosten aber auch Geld. Gibt es da Berechnungen, gibt es da Pläne? Ich will mal ganz kurz reagieren. Nur ein Satz, es gibt Geld genug. Das ist nicht das Problem. Das ist wirklich, das Geld, das es gibt für Belgien, die Summen, die auf den Sparkontos von der ganzen Bevölkerung sind unglaublich hoch. Die Pension-Funds, wie man sie nennt, da könnte man so viel investieren in Klimawandel, in Biodiversitätsschutz. Also das Geld ist da, man braucht einfach nur den Kontext, in dem das genutzt werden kann. Deswegen auch dieses Natural Capital Accounting mit den Risiken, die es gibt, aber man muss das irgendwie die Möglichkeit geben, genutzt zu werden. Da sitzt so viel Geld, das nicht genutzt wird, das man nützen könnte. Das muss man auch trauen zu sagen. Es ist Geld genug da, man muss es einfach in die richtige Stelle bekommen. Ich würde das, weil ich das absolut genau ident sehe, daher auch gerne unterstützen. Geld ist nicht der Faktor, an dem es scheitert. Das ist ein Argument, das nicht oft genannt wird, um zu implizieren, das geht nicht, ist zu teuer und so weiter. Aber wir reden ja nicht über ein Luxusproblem, sondern über ein Überlebensproblem. Ja? Und ich glaube, dafür muss das Geld auch da sein. Selbst wenn es knapp ist und natürlich viele Akteure Geld haben wollen oder mehr Geld haben wollen. Aber eine Zahl, die ich mir angeschaut habe für heute, war die Ausgaben gemäß Statistik Austria von Österreich, also öffentliche Hand, Bund, Bundesländer und so weiter zusammen für Naturschutz. Das ist die Rubrik, unter der es dort reportet wird. Das sind 600 Millionen Euro jährlich. Die ganze Palette für Naturschutzausgaben, Gewässerschutz und so weiter. Das ist lächerlich. Das ist gemessen am nationalen BIP 1,5 Tausendstel des nationalen BIPs oder in Relation zum Wehrbudget, Verteidigungsbudget, ungefähr ein Fünftel. Das ist jetzt nur, können wir diskutieren, ob diese Zahl für das Verteidigungsbudget höher oder niedriger sein sollte, das ist eine andere Frage. Aber ich möchte nur damit illustrieren, das ist überhaupt keine finanzielle Frage, über die wir hier reden, sondern es ist eine Frage, und die Ressourcen, die global für biodiversitätsschädigende Subventionen, etwa fossile Energien, das sind Dimensionen, die sind um mehrere Zehnerpotenzen höher. Ja, das sind strukturelle Änderungen und Einschnitte, aber die sind unabdingbar, wenn wir hier in 30 Jahren bei der dann 68. Semesterfrage vielleicht ein zweites Mal über Biodiversität reden wollen und hoffentlich dann ein Resümee ziehen können, das im Vergleich zu heute auch positiv sein soll. Sonst ist das sicher nicht erreichbar. Also ganz besonders merkt man das eben auch bei den EU-Subventionen für die für den Agrarbereich. Das sind Milliarden von Euro. Das ist der größte Posten bei der EU, der Landwirtschaft subventioniert. Aber die Regel ist, der weitaus größte Teil geht einfach nur nach der Fläche. Und damit profitieren vor allen Dingen große Betriebe. Die kriegen absolut natürlich dann nicht nur, also nicht relativ, aber absolut sehr, sehr viel mehr Subventionen. Und was eben nicht berücksichtigt wird oder in viel, viel kleinerem Maße berücksichtigt wird, ist, wie stark gemeinwohlorientiert die Landwirtschaft arbeitet und dass dann eben nicht nur Lebensmittel produziert werden, sondern eben auch eigentlich der Schutz des Bodens, des Grundwassers, der Biodiversität mit entlohnt werden müsste. Und das bedeutet de facto einfach eine Umschichtung von der ersten in die zweite Säule der europäischen Agrarförderung. Und das sind eben vor allen Dingen ganz dicke politische Bretter, die da gebohrt werden müssten und die das unmöglich machen, das System zu ändern. Also Geld über da ist nur falsch verteilt sozusagen, das ist die Diagnose des Panels. Vielen Dank erstmal dafür. Ich würde gerne Sie dazu holen und Sie auffordern, wenn Sie eine Frage, eine Anmerkung haben, dann vielleicht kurz sich zu melden. Da ist auch schon hier zwei. Wir sammeln immer zwei und dann beantworten die derweil. Hier gleich in der dritten Reihe. Da kommt ein Mikrofon. Vielen Dank.
Mein Name ist Matthias Schickhofer, ich bin Fotograf, Publizist, Naturschützer und ich würde gerne noch auf einen Aspekt hinweisen, der am Panel nicht so stark zum Ausdruck gekommen ist, nämlich dass es wurde oft über die Landwirtschaft gesprochen, aber in Österreich ist die Hälfte von Wald bedeckt und da gibt es auch ganz massive Probleme mit der Biodiversität. Das ist ein großer Teil der Wälder, sind eigentlich Plantagen, also Aufforstungen, die nach Kahlschlägen gemacht wurden, wo die Biodiversität ziemlich in einem schlechten Zustand ist. Und diese Wälder brechen jetzt auch noch großflächig zusammen aufgrund des Klimawandels. Ich bin geboren im Waldviertel und weiß, wie es dort zugeht. Da sind große Kahlflächen entstanden. Auch in Deutschland gibt es eine ziemlich intensive Diskussion über eine Waldkrise. Da gab es sogar einen Waldgipfel vor ein paar Monaten, weil viele Experten befürchten, dass die Wälder in Deutschland großflächig verschwinden werden in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten, weil eben diese naturfernen Nadelholzplantagen dort einfach zusammenbrechen. Mhm. Aus dem Grund ist es, denke ich, wichtig zu schauen, wo gibt es noch resiliente, widerstandsfähige, naturnahe Wälder. Und da gibt es ein wachsendes Problem, einerseits aufgrund des wachsenden Bedarfs für Energieholz, als erneuerbare Energiequelle, wird vor allem in Osteuropa sehr viel auch naturnah und Urwald abgeholzt. Auch in Skandinavien ist das ein Riesenproblem. Und diese Wälder liegen teilweise auch in Schutzgebieten wie Natura 2000. Und das ist das zweite Stichwort, das heute noch überhaupt nicht gefallen ist. Und da wäre meine Frage an das Panel, inwieweit, wie Sie das sehen, inwieweit Natura 2000, das ja eigentlich erfunden wurde, dieses System, um die Biodiversität in Europa zu schützen, wo es aber offensichtlich gravierende Umsetzungsdefizite gibt, im Besonderen auch im Waldbereich und da, wo es große private Grundbesitzungen gibt, da beißt sich das EU-Recht die Zähne aus, wie Sie hier die Möglichkeiten sehen, auch vielleicht im Zusammenhang mit dem Green Deal, vielleicht hier die Umsetzung zu verbessern. Wenn Sie es gleich weitergeben und wenn wir vielleicht kurze Fragen stellen, dass möglichst viele gestellt werden können, aus Fairness den anderen gegenüber. Bitte schön. Vielen Dank. Daniel Grazer, auch an der Uni Wien und auch bei Fridays. Meine Frage bezieht sich auf den Konsum, der immer wieder angesprochen wird, der reduziert werden muss. Und dann die Frage mit der Demokratie bezieht sich ja auch an diese unpopulären Maßnahmen, die den Konsum reduzieren. Hier die in dieser Grafik zum Biodiversitätsbericht die hinterste Ebene mit Werten und Handlungen. Ich würde gerne das Panel fragen, also mir persönlich scheint, das ist auch ein Paradigma, dass Konsum Glück bedeutet und dass es deswegen naturgemäß unpopulär ist, Konsum zu reduzieren. Aber Sie zum Beispiel, Frau Böning-Gese, haben ja schon die Kurve erwähnt, die immer flacher wird, das Einkommen und die Wichtigkeit der Natur bleibt gleich. Also meine Frage wäre, brauchen wir nicht eine Änderung dieses Glück ist gleich Konsum-Paradigmas? Danke. Danke vielmals. Vielleicht bleiben wir bei den zwei Fragen und dann sammeln wir gleich wieder. Frau Böning-Gese, Sie sind direkt angesprochen worden, jetzt zuletzt beim Thema Konsum. Populäre Maßnahmen. Was antwortet Sie? Okay. Es ist natürlich ganz schwer, anderen Menschen vorzuschreiben, welche Werte sie haben sollten. Ich denke, das eine ist, dass man sich tatsächlich auf sich selber besinnt, was einen ja wirklich glücklich macht und zufrieden macht. Und da weiß man tatsächlich auch aus der Konsumforschung, dass selbst der Kauf eines Porsches Menschen nicht sehr lange glücklich macht. Das ist nach einer Woche im Prinzip durch und dann will man das nächste und noch größere Auto. Und auf der Ebene von Gemeinschaften ist das was, das dann letztlich in Politik gegossen werden sollte. Vielleicht nur als konstruktiver Ansatz. Ich glaube, man muss da dann tatsächlich wieder anfangen, bei den Schulen, bei den Kindergärten, auch bei den Familien, bei der Universität, bei den ganzen Institutionen, die für Ausbildung und Lehre zuständig sind, dass dieses Bewusstsein für die Natur und die Tatsache, dass wir letztlich auch durch das Draußensein in der Natur glücklich werden und auch gesund werden, das ist in der Zwischenzeit tatsächlich auch zur Heilung von Krankheiten, vor allen Dingen von unseren modernen Krankheiten, von Stress und Depressionen, tatsächlich in der Zwischenzeit in manchen Ländern sogar per Rezept verschreibbar, Aufenthalt in der Natur, dass wir eben diesen ganz grundsätzlichen Wertemantel auf verschiedensten Ebenen und vor allen Dingen auf der Ebene der Bildung und Erziehung ansetzen müssen. Da war noch das Stichwort dann zum Thema Wald und Natura 2000, Heisel. Natura 2000 hat, würde ich schon sagen, positive Auswirkungen gehabt und vom Anspruch her wäre es etwas, das man, glaube ich, mit Modifikationen zu einem sehr erfolgreichen Schutzinstrument ausbauen könnte. Warum es bei Grundbesitzern so unpopulär ist, wie es tatsächlich ist, die meisten Landwirte wollen keinesfalls Natura 2000 Gebiete auf ihren Flächen haben, ist, weil ein Grundfehler in der Konstruktion, dass sich die EU nicht entschlossen hat, die Umsetzung zu finanzieren. Es gibt keine EU-Gelder mit ganz kleinen Ausnahmen für die Umsetzung von Natura 2000. Und dann ist es natürlich ein unpopuläres Instrument,
wenn ich Einschränkungen in Kauf nehmen muss, das ist ja auch der Fall, aber dafür nicht adäquat, unter den Gesichtspunkten, die wir es heute besprochen haben, auch abgegolten werde. Wenn das Hand in Hand gehen würde, wie es in der Agrarpolitik in einem gewissen, zwar auch mangelhaften Ausmaß der Fall ist, dann wäre die Akzeptanz sicher eine ganz andere. Und ich glaube, da wäre zum Beispiel in einem Green Deal auf europäischer Ebene ein wesentlicher Ansetzungspunkt, dass es einen europäischen Natura 2000 Umsetzungsfonds geben muss, in einer neuen Planungsperiode beispielsweise. Und dann werden auch diese Effekte, die du geschildert hast, Matthias, natürlich auch ganz anders und wahrscheinlich viel weniger gravierend. Das, was in manchen osteuropäischen Ländern passiert, hat natürlich auch mit lokalen Korruptions- oder Governance-Problemen zu tun. Ja. Das kann der Bescheid, bitte. Ja. Einverstanden, dass mehr EU-Gelder hin müssen zur Implementation. Es gibt ja auch diesen Implementation Action Plan, aber dann kein Geld. Also das widerspricht sich die ganze Zeit. Aber natürlich auch auf der Nationalebene braucht man das Geld zur Implementierung. Und deswegen ist es ja dieser Biodiversitätsfonds, der jetzt auch im Regierungsabkommen erwähnt worden ist. Ist keine Ziffer leider, aber auf jeden Fall ist es schon mal ein Stichwort da und hoffentlich auch das echt die Mittel. Also da ist die Hoffnung auch auf der Nationalebene sehr wichtig. Auch mit der Agrarpolitik ist die Entscheidung auf der Nationalebene auch immer noch sehr wichtig. Natürlich, es muss gesteuert werden von Europa aus, aber in einem neuen Vorschlag wird eigentlich noch mehr Verantwortlichkeit an den Nationalstaaten gegeben und deswegen wird die Verantwortung noch größer. Und da können wir nur hoffen, dass, was jetzt versprochen wird in den Regierungsabkommen, auch wirklich gemacht wird in Österreich und noch in vielen mehr Ländern in Europa. Noch kurz zum Wald. Wenn man spricht über den Wald in Europa, sagt man oft, es ist kein Problem, wir haben ein Inkrement. Ja? Der Wald wächst zu. Also wir haben mehr Wald jedes Jahr in Europa. Natürlich kommen wir von ganz Weitem. Ne? Wir haben fast alles abgeholzt im Mittelalter bis in den 50er. Seit den 50er, glaube ich, ist der Bestand wieder, nimmt er wieder zu. Aber die Qualität des Bestandes ist wirklich nicht gut. Also the favorable conservation status, wie man das nennt im Englischen im Rapport. Ich glaube, nur 25% der Wälder ist im favorable conservation status. Das heißt, die Resilienz dieser Wälder, die Biodiversität dieser Wälder ist sehr niedrig. Also die Qualität ist nicht gut. Da kann man schon eine anfangen mit der Restoration zu machen. Also die Wälder wieder mehr divers und biodivers zu machen. Aber was wir noch haben an, was manche Urwälder nennen, andere Primary Forest, es gibt es noch in Europa, nur sehr wenig, aber die wenigen, die wir haben, müssen wir voll schützen. Und da muss Europa helfen, muss die Nationalebene helfen, müssen Länder, alle Ebenen müssen da helfen, weil wir haben nicht viel übrig. Und deswegen ist es so großen Wert und dann muss man auch den Wert möglicherweise auch ökonomisch übersetzen, was das heißt, so einen diversen Wald für die Umgebung. Ich weiß, dass zum Beispiel Wien, das hat man mir gesagt, müssen mich korrigieren, wenn es nicht wahr ist, aber sehr abhängig ist für das Wasser von den Wäldern um und rum Wien, dass das Wasser von dort bezogen wird. Stell dir mal vor, dass ihr nicht die Vernünftigkeit hättet, das da zu lassen, dann wäre kein Wasser mehr. Das hat man in Cape Town jetzt, ne? in Südafrika. Also einigermaßen vernünftig gedacht hier in Wien, aber es gibt andere Plätze, wo das nicht gemacht wird, also auch in Europa. Da gibt es noch viel zu tun, der Wald, sehr wichtig. Wegen Zeit haben wir es nicht drüber gehabt. Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Also nicht nur viel Wald, sondern auch guten Wald. Ich wollte nur zu Natura 2000 ergänzen, dass in Österreich, und das war etwas, das wir auch als Biodiversitätsrat gefordert haben, ein Bundesrahmen-Naturschutzgesetz einen Beitrag dazu leisten könnte, dass die Umsetzung sozusagen besser funktionieren könnte, weil derzeit Naturschutz Ländersache ist und auch das Monitoring, also dass die Erfassung, die systematische Erfassung und Kartierung der Biodiversität Ländersache ist und schon die Erstellung dieser Reports erschwert. Das heißt, ein Bundesrahmen-Naturschutzgesetz wäre sicher etwas, das in Österreich zur besseren Umsetzung von Natura 2000 beitragen kann. Ich habe vorher noch weitere Hände in der Luft gesehen. Vielleicht gehen wir mal nach hinten. Vielleicht hier diese zwei in der Mitte. Wenn Sie mit dem Mikrofon, genau. Hier, genau, die Dame und dann war davor noch jemand, genau. Julia Dietrich vom Umweltdachverband. Ich wollte noch mal auf das Thema Konsum zu sprechen kommen, weil es ja doch jetzt immer wieder auch angesprochen wurde. Und es werden ja auch politische Maßnahmen in diesem Bereich gesetzt, weil jetzt ja Luke Bass unter anderem gesagt hat, wie schwierig das ist, eigentlich dieses Thema anzugehen. Und meine Frage wäre jetzt gerade im Hinblick auf die ganzen Aktivitäten, also zur Kreislaufwirtschaft. Es gab das erste Kreislaufwirtschaftspaket der Europäischen Union. Es gibt jetzt das zweite. Wir sehen es im Regierungsprogramm in Österreich. Die Kreislaufwirtschaft findet sich dort jetzt deutlich stärker als
bereits im letzten Regierungsprogramm. Meine Frage an Luke, aber vielleicht auch an die anderen Teilnehmer der Podiumsdiskussion, welche Hoffnungen werden denn in diesen Wandel gesetzt? Weil im Grunde genommen kann man schon sagen, da wird ja doch auch eine Transformation des Wirtschaftssystems gesetzt. Sehen Sie das ähnlich oder genau wünschen Sie sich da ein mehr und ein anderes Vorgehen? Und da war vor Ihnen, vielleicht können Sie es gleich weitergeben an den Herrn. Dankeschön. Ah, die Dame, Verzeihung. Ich möchte vielmals danken für die anregende Diskussion, aber ich würde, also mein Beitrag wäre, dass dieses Unrechtsbewusstsein, das hier entsteht und das so wichtig ist, um diese Veränderungen in Gang zu setzen, eigentlich verstärkt werden müsste durch eine weniger anthropozentrische Perspektive. Sie haben von den Rechten der Natur gesprochen und das ist eigentlich sehr im Abstrakten. Ich glaube, man muss dem ein Gesicht geben, die Lebewesen, die nichtmenschlichen Lebewesen haben Rechte zu überleben. Und nur mit dem Bewusstsein, glaube ich, werden diese Änderungen auch demokratisch durchsetzbar sein. Mhm. Aber ich meine, das ist auch als Frage gemeint, was man alles tun könnte, um weniger anthropozentrisches Bewusstsein für diese Dinge zu befördern. Das waren also die Transformation des Wirtschaftssystems und das Umweltbewusstsein. Wer möchte darauf antworten? Vielleicht Frau Wartow, Sie wurden angesprochen. Ja, ich meine, das ist etwas, das der Weltbiodiversitätsrat tatsächlich auch in seinem globalen Bericht erwähnt, was eine große Überraschung war. Josef Settler, der Co-Chair des globalen Assessments, war hier in Wien im Dezember vor ein paar Wochen und ich durfte auch sozusagen seinen Vortrag auf einer Podiumsdiskussion diskutieren. Und er meinte, es war völlig überraschend, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das reingeschrieben in the Summary for Policymakers des Berichts, dass eine Transformation der Wirtschaftssysteme nötig ist. Und es wurde tatsächlich von allen Staaten auch so akzeptiert, aber es stand natürlich nicht drin, wie. Ja? Und ich denke, das ist einfach die Frage, wie man einen solchen Wandel vollzieht. Natürlich in den Diskussionen wird der Kapitalismus als zentrales Übel gesehen, in der gesamten Frage, wie wir unsere Gesellschaft gestalten, wie wir Glück verstehen, wie wir Eigentum verstehen. Und natürlich müssen diese Dinge ausgehandelt werden. Es muss die Räume dafür geben, diese Dinge auszuhandeln. Ich glaube, dass man bei der Bildung beginnen sollte. Eine Sache, die ich eben nicht erwähnt habe, Umweltbildung steht auch nicht im Regierungsprogramm. Also ich denke, dass Biodiversität erhalten werden kann, wenn auch das Wissen über die Biodiversität erhalten werden kann, gerade auch bei den Kleinen und das Erleben von Natur. Aber letztlich ist die Frage nach dem Wirtschaftssystem an denen Ökonomen ja schon lange Zeit arbeiten. Das werde ich nicht beantworten können, vielleicht meine Kollegen hier auf dem Panel in gewisser Hinsicht. Aber es ist ein Aushandlungsprozess, der in der Gesellschaft stattfinden muss, der viel mit Werten zu tun hat, mit Wertvorstellungen und letztlich ja auch mit dem individuellen Glück. Das Umweltbewusstsein ist auch angesprochen worden. Sie haben gerade Umweltbildung gesagt. Hat da jemand einen Hinweis an die Kollegin? Ja. Nicht zur Bildung, aber wenn jemand anders was zur Bildung sagen möchte. Aber ich möchte gerne zur Kreislaufwirtschaft noch was sagen. Bis jetzt hat sich die Diskussion eigentlich gefokust auf Abfall und das Vermeiden von Abfall, was natürlich noch wichtig ist, weil wir immer noch so viel Abfall haben, insbesondere im Food System. In Europa sind bis 30%, manche, es hängt davon ab, welche Statistik, aber 30% von alles, was produziert wird, geht verloren, wenn es um Nährung geht. 30%. Also das müssen wir schon erstmal lösen und dann können wir mal wieder sprechen über die Notwendigkeit für mehr Pestiziden und so weiter, für mehr Produktion. Das ist natürlich ein Teil der Kreislaufwirtschaft, aber natürlich in diesem Food System Kontext ist diese Kreislaufwirtschaft wahrscheinlich noch die schwierigste, wenn es geht die Industrie, da würde man die Technologie haben und wenn man den politischen Willen hätte, könnte man in der Industrie diese Kreislaufwirtschaft ziemlich schnell bekommen, aber in der ganzen Nährungsindustrie und auch die Bioökonomie wird das Ganze viel schlimmer. Und die Herausforderung mit der Kreislaufwirtschaft-Diskussion ist, dass vieles eigentlich auf die Bioökonomie verschoben wird, was natürlich auch wieder ein Risiko hat, wobei man im Endeffekt vielleicht die Bioökonomie des Mittelalters wieder nutzen wird, wo man das Holz für Energie und das Holz für Konstruktion massenweise benutzen wird. Aber das ist einfach, das haben wir nicht. Also die Diskussion ist ziemlich komplex, wenn es bezogen wird auf Bioökonomie und wie das dann auch die Artenvielfalt beträgt. Aber an der Industrieseite gibt es viel mehr Möglichkeiten und müsste man auch viel schneller gehen. Aber da gibt es schon eine Spannung zwischen die beiden Diskussionen, finde ich.
Da waren auch Fragen aus dem hinteren Teil des Zuschauerraums. Also hier gleich in der ersten Reihe war jemand und dann da rechts. Genau. Mhm. Ja, vielen Dank für die spannenden Beiträge, Andrea Möller. Ich leite das Österreichische Kompetenzzentrum für Didaktik der Biologie und ich würde tatsächlich gerne was zu dem Bildungsaspekt sagen. Wir wissen aus der Umweltpsychologie und Didaktikforschung seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon, dass eine große Lücke klafft zwischen Umweltwissen und der Bereitschaft, Umwelt zu schützen. Also Menschen wissen ganz viel und trotzdem handeln sie nicht, so könnte man es zusammenfassen. Und wir wissen auch, dass eigentlich nur die originale Begegnung mit der Natur Interesse und auch Handlungsbereitschaft, die Natur zu schützen, auslöst. Also wir müssen Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene wieder rausbringen in die Natur. Sie müssen dort positive Erlebnisse und Emotionen haben und erst dann in der Wirkungskette setzen sie sich ein, die Natur zu schützen, also Umwelt- und Artenschutz. Und insofern ist es natürlich eine Tragödie, dass die Umweltbildung nicht im Regierungsprogramm steht. Die Umweltbildung haben wir jetzt sehr stark in den Lehrplan 2020 für den Biologieunterricht reingebracht wieder, mit einem sehr starken Fokus auf Klima- und Biodiversitätsschutz. Aber ich würde mir natürlich auch wünschen, und da gebe ich meiner Frau Kollegin Wadroh recht, dass wir das noch stärker in den Fokus rücken. Und vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, und deswegen die Frage vielleicht an Sie, Frau Schneider, ob wir das nicht mit Fridays for Future in gewisser Weise auch kombinieren könnten. Jetzt haben wir ja viele Kinder und Jugendliche, die sich dort engagieren, ne? Und einfach da sehen Sie eine Möglichkeit, wie man das verbinden könnte und sagen würde, super, aber geht auch wieder raus in die Natur und interessiert euch für die Natur und engagiert euch auch für den Umweltschutz. Vielleicht, wenn Sie das Mikrofon nach hinten weitergeben, da war nämlich auch noch eine Frage. Da ein Stückchen, glaube ich, zwei Reihen, eine Reihe hinter Ihnen. Genau, die Dame. Mhm. Ja, also meine Frage geht an den Moderator von dem Standard, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, Konsum, Wertewand, und ich glaube, es ist wahrscheinlich für die meisten evident, dass ohne weniger Konsum sich nichts ändern wird können. Und wie sehen Sie da die Rolle der Medien? Zum Beispiel im Standard gibt es dann die schönsten Reiseziele und dann ist Asien etc. dabei. Oder die neueste Mode. Also klar, Gesellschaft, Politik und Marketing und Medien. Wie sehen Sie da Ihre Rolle? Vielleicht nehmen wir noch eine dritte, genau. Da ist noch bei dieser Säule winkt uns eine Dame. Ganz im letzten Winkel, aber sie bemüht sich so, zu Wort zu kommen. Bitte. Drabella Diefloy vom Umweltdachverband. Danke, dass das Bundesrahmengesetz für Naturschutz schon angesprochen worden ist, wie viele andere Punkte, die wir unterstützen. Meine Frage wäre jetzt noch, Landwirtschaft ist sehr negativ rübergekommen in der Diskussion. Es gibt sehr viele Habitate, Lebensraumtypen, die auch nach der FFH-Richtlinie geschützt sind, die nur erhalten werden können, wenn sie landwirtschaftlich genutzt werden und wenn zum Beispiel Rinder diese Flächen beweiden. Da würde ich gerne nur noch einmal kurz um ein Statement bitten. Mhm. Vielen Dank, Frau Schneider, Sie sind direkt angesprochen worden. Ich bin direkt angesprochen worden, ja, dann sage ich auch was. Was ich in der Bewegung schon sehe, ist, dass ein viel größeres Bewusstsein da ist und die Schülerinnen und Schüler vor allem schon diesen Konsum runtersetzen, weil der Konsum schon so oft angesprochen ist. Also das Bewusstsein, nein, ich brauche das nicht. Ich glaube schon, dass wir damit Fridays for Future ein recht großes Projekt starten können, was diese allgemeine Bedeutung von Natur, Diversität hat, auch zu sagen, Projekt, wo man direkt rausgeht, wenn Sie sagen, das ist was, wo die Leute mit konfrontiert werden müssen. Ich bin jetzt quasi nicht in der Abteilung bei Fridays, die sich jetzt mit dieser Kooperation Bildung beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr da schon gearbeitet wird, aber ich finde das einen sehr essentiellen Aspekt, also ja. Ich glaube, wir sollten da was aufziehen, wenn es noch nicht passiert.
Es gibt auch das Umweltrahmengesetz angesprochen, die Landwirtschaft. Ja, die Landwirtschaft ist hier wahrscheinlich stärker als Verursacher des Artensterbens rübergekommen, weil es auch gute Gründe dafür natürlich gibt. Und weniger wurde der Aspekt betont, dass die Landwirtschaft auch Partner ist und sein muss, um die Artenvielfalt, die Mitteleuropa mit dieser reichen Kulturlandschaft und den durch extensive Landnutzung geprägten Lebensräumen zu bewahren. Da braucht man die Bauern als Partner, das geht gar nicht anders. Und meine Antwort darauf wäre, ich glaube, es muss das Ziel sein, zu gelingen, diese Frontstellung, da waren ja schon auch einige Statements von mir, aber auch von anderen Leuten hier am Podium, zwischen Naturschutz und Landwirtschaft aufzubrechen, unter anderem, indem auch ein anderes Anreizsystem in der Landwirtschaft, das auch den Kriterien Klimaschutz und Anpassung, Biodiversitätsverlust, Reduktion oder Stopp im Idealfall natürlich und Ernährungssicherheit gleichrangig Genüge tut, das muss sich tatsächlich durchsetzen. Und ich glaube, dann würde es auch gelingen, diese Frontstellung in eine partnerschaftliche Zusammenarbeit umzumünzen, jedenfalls in einem viel höheren Ausmaß, als es bisher der Fall ist. Und es gibt auch Ansätze dafür. Und ich würde daher es sehr wichtig finden, so einen Diskurs zu initiieren mit Vertretern der Landwirtschaft oder Landwirtschaftspolitik. Wie kann solch eine Transformation des Agrarwesens, der Agrarpolitik und der steuernden Mechanismen gelingen? Ich habe sehr viel Nicken gesehen, ja. Also erstens zu sagen, es geht um unnachhaltige Landwirtschaft, wenn es negativ bezogen wird. Mhm. Natürlich sind die Bauern die Partner, müssen die Partner sein, die sind die, wie man auf Englisch sagt, Custodians of the Land. Die machen es einfach, die sind da. Wir sind nicht da, wir sprechen darüber, aber wir sind nicht da. Das müssen wir auch ehrlich gestehen. Das ist erstens. Zweitens, wir haben auf der EU-Ebene zum ersten Mal eine Diskussion gehabt, in, wie man sagt, Chatham House. Das heißt, dass die Leute nicht in der Presse gequotet werden oder dass man nicht sagt, was man gesagt hat oder wer es gesagt hat. Chatham House heißt es auf Englisch. Und da haben zum ersten Mal die Umweltorganisationen auf der europäischen Ebene dann und auch die Bauernorganisationen, die großen Vertreter von den Bauern, wirklich zusammengesessen. Das war das mit Phil Hogan, der Kommissar für Agrarpolitik, hat das eigentlich mit mir zusammen dann gestartet. Wir haben jetzt einige Roundtables gemacht und wir hoffen, dass was da besprochen wird, eigentlich zur Annäherung kommt. Das heißt, dass beide aus ihrer Comfortzone müssen, auch die Umweltorganisationen, sonst findet man sich nicht. Man muss da irgendwie schon verstehen, was die Schwierigkeiten sind, auch für die Bauern. Die Preise, die richtigen Preise, die sie nicht bekommen, der Druck zur Massenproduktion und so weiter, das muss alles mitgenommen werden und das müssen die Umweltorganisationen auch besser verstehen und wenn sie es verstehen, müssen sie es auch besser kommunizieren. Es wird gemacht, aber vielleicht nicht genug. Und das ist wichtig. Und an der anderen Seite glaube ich, dass die Bauern auch besser und besser verstehen, wenn sie dafür bezahlt werden, auch anständig und auch nicht mit zu viel Bürokratie, dass die mitmachen, dass die wissen, dass die mit dem Landscape Management eigentlich die wichtigsten Partner sind. Mhm. Zur Rolle der Medien im Artenschutz wurde ich angesprochen. Also wir sind ja eine Redaktion, die intern sehr, sehr viel diskutiert und gerade über das Beispiel Schnorchelreise in Australien, soll man darüber berichten, ja oder nein, haben wir erst heute diskutiert, weil es natürlich ein Thema ist, wo man sich fragt, ja es gibt Leute, die das interessiert, aber zugleich soll man denn trotzdem darüber berichten. Und ist natürlich jedes Mal ein Einzelfall, wir überlegen uns das genau. Was wir aber schon sehen ist, bis so circa so im Sommer 2018, da ist es gekippt. Also bis dahin war das Hauptthema, das viele unserer Leserinnen und Leser interessiert hat, das Thema Migration. Da hat man eine simple Abermeldung bringen können, das war die meistgelesene Geschichte an dem Tag. Das hat sich im Sommer gedreht und seitdem noch stärker entwickelt, dass das Thema Klimaschutz und Artenschutz eigentlich das Thema Migration abgelöst hat im Interesse unserer Leserinnen und Leser. Und deshalb machen wir ja auch immer mehr, berichten auch immer mehr darüber. Also ich weiß nicht, ob Sie uns lesen, aber wir haben die Edition Zukunft gegründet. Das ist ein eigenes Ressort, das sich ausschließlich mit diesen Zukunftsfragen beschäftigt, wo wir also ein eigenes Ressort dafür haben. Es ist so, dass wir versuchen, als Medium dann natürlich also darüber zu berichten, das zu kommentieren, aber auch zu erzählen, was sind denn da die neuesten Entwicklungen im Bereich und das eben auch mit unseren Leserinnen und Lesern diskutieren. Und da haben ja auch einige sich gerade bei dem Thema eingebracht. Also man sieht, das Thema Artenschutz ist längst kein Minderheitenthema mehr.
Mit diesem Schlusswort, das ich eigentlich nicht halten wollte, darf ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Ich darf mich hier am Podium bei den Expertinnen und Experten bedanken und Sie auch noch hinweisen auf die nächste Semesterfrage. Nächstes Semester geht es darum, wie Sprache eigentlich wirkt. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.